Whitney's Body für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr für europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. So, hallo, hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Leutchen, nicht ungeduldig werden. Ich bin nämlich gerade vom Außeneinsatz zurück und muss mir gerade was Trockenes anziehen. Dann berichte ich euch gleich, was heute wieder los war. Der absolute Hammer. Also ein bisschen Geduld noch. Also ich muss mich erstmal umziehen, ja. Bin gleich wieder da, solange spiele ich noch ein Momentchen Musik. Ich bin gleich wieder da. Bis dann, ciao.
So, jetzt ist der Detlef hier von Wake News Radio, jetzt live. Sorry, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil ich heute unterwegs war und im Einsatz, eigentlich nicht so unbedingt geplant. Und da habe ich natürlich jetzt Ähnliches erlebt, wovon ich euch da also gleich mal berichten möchte. Es ist jedenfalls unglaublich, was hier in dieser Republik abgeht, in dieser Bundesrepublik, zumindest in dieser Region hier, was ich da so live mitkriege. Und jetzt müsst ihr einen Moment mit mir Geduld haben. Ich muss noch ein paar Seiten aufmachen hier, damit ich, ich bin also gerade erst rein, habe mich gerade mehr oder weniger umgezogen. Untenrum wenigstens mal schon. Obenrum ist zwar, habe ich noch ein paar Pullover an, die noch ein bisschen nass sind. Ja, kann das leider auch nicht aufnehmen, weil alle Kameras belegt waren heute durch den Einsatz. Und ich find's klasse, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ist doch klar. Ja, da sehen wir mal, was heute klasse Spannendes dabei herumkommt. Jedenfalls fühle ich mich wie in einem Krimi hier, ne? Fast schon. Besser als jeder eigene Krimi, den man so im, was weiß ich, im Matrix-Medien runterrasseln, hören und sehen kann. Ne? Oder? Jedenfalls muss ich sagen, das hat's in sich, was hier los war. Das könnt ihr einfach nicht glauben. Jo, und wie ich es immer so mache, ich habe jetzt hier anfangs euch ein bisschen warten lassen müssen, weil ich gerade eben erst so, was weiß ich, 20 nach reinkam, bin sofort hier hingehechtet, habe sofort die Anlage angemacht und euch schnell Bescheid gesagt, dass ich mich noch umziehen muss. Ja, so ist das, ne? Als investigativer Journalist, da hat man es dann auch nicht so unbedingt so einfach. Ne? Okay, also für euch alle, kriegt ihr jetzt mal Applaus, dass ihr so geduldig gewartet habt. Also super Spitzenklasse. Sogar ein längerer Applaus, ne? Oder? Okay. Ja, super. Der Punkt ist ja, was ich ihm ja auch möchte, das ist eben die Tyrannei im Bälde festhalten und auch live, soweit ich das kann. Es ist natürlich eine Sache, darüber zu erzählen, was in vielen fernen anderen Ländern passiert. Aber interessant wird es dann erst, wenn es direkt vor der eigenen Haustür ist, weil dann, wenn es dann schon vor der eigenen Haustür ist, dann ist es dann schon relativ brenzlig, ne? Oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt mir natürlich hier während der ganzen Zeit gerne auch Infos und Kommentare und so weiter reinschicken unter E-Mail, Adresse von mir, das ist radio@wakenews.net, ne? Und das fände ich klasse. Ich habe hier dann noch nicht mal Reklamationen bekommen, oder? Doch, so ein paar Sachen. Aber das lese ich dann vor, ne, dass ich gar nicht anfange, ne, der Sendung. Okay. Ja, und wir haben natürlich ein Riesenthema heute. Und das hat mich auch aufgehalten. Und was es damit auf sich hat, will ich euch gleich mal berichten. Denn das ist hochspannend. Weil wir wahrscheinlich mit einer Nadel regelrecht in den Pelz bestochen haben. Ja. Und das habe ich ja so gesehen. Weil ich wollte ja heute berichten, vor allen Dingen über das Thema stoppt den Terror gegen die Bürger. Und das hat heute ordentlich schon, wie soll ich sagen, gewindet. Ne? Also Wind gemacht. Heute habe ich das mal am eigenen Leibe erlebt. Ja. Und wie das so abläuft, wie die das machen. Ja, bis jetzt habe ich immer nur so aus der Ferne berichtet. Heute wurde Folgendes gemacht. Ich wurde tätlich angegriffen. Ja, von irgendeinem bewaffneten Uniformierten, der hat mir die Kamera aus dem Weg geschlagen, auf Privatgelände. Und obwohl ich mich auch als Presse ausgewiesen habe. was willst du dazu sagen? Meinen Kollegen von der Presse mit Presseausweis sogar drumhängen und hatte alles drumherum angezogen, sogar ein Presse-Dings, so ein
so ein rosa Warnweste, wo Presse drauf stand und alles, und hatte seinen Presseausweis sogar direkt um den Hals gehängt, wurde festgenommen. Ja, Leute, festgenommen. Und die haben also versucht, uns da einzuschüchtern. Und ja, weil er angeblich, auch auf Privatgrund, also nicht irgendwo und nicht bei irgendeinem, was weiß ich, Straftat oder so, sondern der wurde von dem Privatgelände weggeschleppt auf ein anderes Privatgelände. Da war nämlich ein anderes. Und auf diese Einfahrt haben die sich dann gestellt. Er musste sich an die Wand lehnen. Dann wurde er untersucht. Man hat ihm seinen Pass oder diesen Ausweis da aus der Tasche gezogen. Oh, jetzt haben wir alles auf Bild aufgenommen. Leutchen, das wird der Film schlechthin. Und das alles noch so kurz vor Weihnachten. Ist ja fast wie ein Weihnachtsgeschenk, sowas. Für die Leutchen, die, ja, die das auch mal sehen wollen, wie der Detlef da behandelt wird. Auf offener Flur. Presse. Oh Mann, ey. Und das war so unglaublich spannend. Und der Anlass war natürlich traurig, weil das handelt sich natürlich hier um einen Anlass direkt von dem, wovon ich jetzt hier die letzten Tage intensiv berichtet habe, nämlich von dem Landratsamt Lörrach, das den Landwirt Deschler terrorisiert. Und auch heute waren eine Menge bewaffnete Uniformierte da, um dann diese Aktion von diesem Veterinäramt, dieses Landratsamt Lörrach, umzusetzen. Ja, mit Waffengewalt und mit Einschüchterungspolitik. Ja, also das war unglaublich. Ja, aber bevor ich da alles euch genauestens erkläre, vielleicht noch mal ganz kurz eine Übersicht über über das Thema von heute, was ich eigentlich wählen wollte, was noch hochspannend wird. Übrigens kann ich, wer Lust hat, da müsst ihr mir aber schreiben, ob ihr das wollt, kann ich natürlich noch ein bisschen was dranhängen nachher, um die Zeit aufzuholen, die wir heute verloren haben. Natürlich nur für die interessant, die dann überhaupt dranbleiben können oder wollen. Ja, ich habe jetzt auch endlich mal einen Chat aufgemacht. Jetzt gucken wir mal, ob da schon einer was schreibt hier. Das lese ich lieber nicht vor. Und dann, naja, okay. Also, wenn ihr wollt, dass ich hier dann auch noch ein bisschen länger bleibe, könnt ihr da abstimmen und mir dann eure Meinung kundtun oder eure Ansichten mitteilen. Gerne auch per E-Mail oder ja, alles klar. Ja, okay, also, es gibt also anscheinend irgendeinen riesigen Grund, weswegen da so eine Truppe aufgetaucht ist. Das waren also bestimmt, ich habe sie jetzt nicht alle durchgezählt, wir können es ja im Film sehen, aber es waren also bestimmt an die 10 bewaffnete Polizisten in Uniform, ne, also Polizei stand drauf, ne, und dann noch eine Menge Zivilleutchen, ja. Okay, jetzt kommen hier schon die ersten Meldungen. Hier, Mensch, ja klar, länger. Hier steht länger machen von Wellblech, Indianer. Und hier von alles Betrug. Ja, Detlef, bitte länger, heute bin dafür. Okay, wenn ich es durchhalten kann. Schauen wir mal. Ne? Zwischendurch muss ich mal dann eine kleine Pause machen, mir was zu trinken holen, weil ich bin hier nicht so richtig vorbereitet bis jetzt. Aber das können wir schon noch irgendwie hinkriegen, oder? Ich habe ein tolles Lied zwischendurch. Das spiele ich, weil das passt dazu. Ne? Von Crack Rocks. Ne? Deutschland. Das machen wir dann, wenn ich mal ganz kurz irgendwie hier was erledigen muss. Das ist live. Also was wir heute da gemacht haben. Und auch, wir haben ja meterlang aufgenommen an Filmmaterial. Hunderte Bilder gemacht von diesem Einsatz. Unglaublich, ne? Was da also abgelaufen ist. Ja, aber bevor ich da jetzt gleich ein bisschen berichte davon, was war das Thema von heute? Ja? Stoppt den Terror gegen Bürger! Ja, und da habe ich geschrieben, ihr wisst ja, ich mache das dann immer bei mywakingsbombwordpress.com, einen entsprechenden Artikel darüber, den jeder dann nachlesen kann, und ich versuche dann auch das Video zeitgerecht da hochzuladen, damit alle das dann auch nochmal anschauen können und anhören können. Und da habe ich geschrieben, in ungeheuerlicher Weise nehmen Terroraktionen gegen Bürger zu. Gleichzeitig werden diese aber auch in atemberaubend kurzer Zeit als solche durch Bürger entlarvt.
Ja, und die Bürger sind nämlich aufgewacht. Ja, lass dich nicht mehr so ohne weiteres Sand in die Augen streuen, propagandisieren und durch reguläre Medien. Das war ein ganz toller neuer Ausdruck. Ja, ich hatte also ja ein Video, komm, das muss ich jetzt gerade mal einflechten. Ich hatte ja am Wochenende ein Video gemacht über den Einsatz bei Landwirt Deschler, wo die da also am Freitag auf seinen Grund und Boden gegangen sind, ohne irgendwas in der Hand zu haben, ohne irgendwas zu beweisen, ohne ein Schriftstück, ohne irgendwas, Leutchen! Das ist unglaublich, in welcher Bananenrepublik wir uns hier befinden. Und dann hatte ich also von Herrn Deschler ganz viele Fotos. Ich war ja live dabei, ne? Ich war ja am Telefon. Hab alles mitgekriegt, auch wie die Leute sich nicht ausgewiesen haben, wie sie alles verweigert haben. Sie wollten auch nicht mit mir sprechen, mit der Presse schon gar nicht, ne? Und schon gar nicht mit so einer. Und dann hatte ich das ja als Video hochgeladen, ja. Mal sehen, ist das überhaupt noch drauf oder haben die das schon gelöscht oder was? Ne? Weiß ich nicht. Jedenfalls hatte ich da so interessante so Kommentare. Ne? Und einer sagte mir, man müsste ja ein reguläre, also ich sag's inhaltlich, kann sein, dass ich es jetzt nicht ganz richtig wiedergebe, aber man müsste eigentlich ein reguläres Medium sein und dann wäre das, was man da in dem regulären Medium sieht und das wäre alles, das würde alles stimmen, ne? Aber doch nicht hier, ne? Oder, ne? Also so wenn da zum Beispiel so, was weiß ich, eine halbe Seite irgendwo von irgendeinem regulären Medium da drin steht, wo drin steht, das Landratsamt Lörrach hat gesagt, bla 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 bla, das unterschreibt und das war's, und dann nur noch eine Meinung darunter schreibt, ist doch, sollte man alles abschaffen oder sollte man ihm wegnehmen oder irgendwie sowas, ne? Und dann auch noch Kommentare darunter, am besten gleich in den AAA treten, ne? Ihr wisst, was ich meine, und so weiter. Oder am besten nochmal ins Loch rein, den Landwirt, wenn der so, ne, und düst, das wäre doch in Ordnung, das könnte man doch machen. Ne, solche Sachen kommen da. Aber wenn ich dann direkt mal mit Herrn Deschler spreche, was übrigens die anderen regulären, in Anführungszeichen Medien, nie getan haben, die waren nie bei ihm, haben nie ihn befragt, nur immer das vom Landratsamt oder von der Polizei veröffentlicht. Och! Und auch natürlich eine eigene Ansicht dazu geschrieben. Okay, das kann man ja. Aber, also die regulären Medien, das heißt, das, was von den Behörden kommt, zu veröffentlichen. Oder? Genau, dann bist du ein reguläres Medium, aber doch nicht selbst und dann auch schon noch investigativ. Okay, das muss ich jetzt einen kleinen Schlenker reinbauen. Okay, also ich nenne sie ja Matrix-Medien, ne? Und dass man also da nicht mehr einseitig seitens Behörden und Polizei. Ist das auch nicht auch eine Behörde? Na gut, also ihr wisst, was ich meine. In der BRD informiert werden muss. Ne? Und man kann auch mal selber, ne? Okay, stecken Sie doch alle diese etablierten Medien zumeist hinter Konzerninteressen? Ach, die machen das ja gar nicht umsonst, ne? Nicht so wie der Detlef. Nee, die müssen Kohle damit verdienen, diese etablierten Medien, beziehungsweise Steuern einnehmen mit der Getz. Ne? Ganz einfach. Okay, ihr wisst, was ich meine? Also die aus der BRD zuhören, die müssen also davon leben, was sie berichten. Ach! Aber das sichert auf jeden Fall ihre Unabhängigkeit zu, das ist auch ganz klar. Sind doch nicht abhängig von Werbung, sind doch nicht abhängig von irgendwelchen Behörden, deren Abgesandte als Intendanten dort tätig sind, oder? Okay, aber häufig eben sind es Konzerne oder Wirtschaftsbetriebe, häufig sind solche mit globalem Impetus. Impetus, ne, heißt also die Geltung, Angriff, Bedeutung. Ne, deren Vorstände, Eigentümer, Mitglieder in der vom Rockefeller gegründeten CFR-Organisation sitzen, zum Beispiel. Ne? Also CFR heißt Council on Foreign Relations, Hauptsitz ist in New York, ne, in der Nähe vom Rockefeller Center.
Okay, und die haben natürlich überall Dependancen, ne, auch in Europa, ne, da sind jetzt ganz viele von den Schlummis auch, ne, sitzen da auch drin, ne, sind auch nicht bezahlt. So, und die sich also der geheimen Machtübernahme über diesen Planeten verschrieben haben. Denn man weiß ja, diese globalen Konzerne, CFR, Rockefeller, ach ja, da habe ich doch schon mal was gehört. Ne? War das nicht mal so ein Song? Rockefeller? Oder? Das ist ein Reicher? Das wusste ich gar nicht. Ein Bankster. Der hat die UNO finanziert? Das wusste ich auch. Das habe ich noch nirgendwo in den regulären Medien gelesen oder gehört. Ne? Aber wir berichten ja darüber sowas, ne? Ist eigentlich auch eine allgemeine Bekanntheit. Diese Leutchen haben ja einen Plan, das ist man denkt, das ist die neue Weltordnung, das ist die Bilderberg und was weiß ich geführte Truppe, die hier alles übernehmen soll. Ne? Nicht so ganz offensichtlich, damit es nicht so, ja, damit die Leute nicht nur anfangen, sich zu wehren. Da schicken sie auch hier solche Truppen vor Ort, auch hier direkt hier da in so kleinere Ortschaften, da ist es auch noch einfacher, dann wird da mit massiger Gewalt aufgetreten und so weiter. Machen wir gleich. So, aber hier bei Wake News, ne, da sind wir, also nicht nur wir natürlich, aber wir sind nicht nur daran, international globale Verflechtungen aufzudecken, darüber zu informieren, sondern auch direkt vor Ort hinter die Kulissen zu schauen und Strukturen, Filz, Machtmissbrauch, Korruption, organisiertes, verbrecherisches Tun aufzudecken und mitzuhelfen, diese zu beseitigen. Und hier ist eben ganz aktuell im Moment hier direktement der Fall des Landwirten Deschlers, den man inzwischen ja mehrfach heimgesucht hat, gefoltert hat, ja, in der Justizvollzugsanstalt in Lörrach. Ja, hatte ich auch extensiv darüber berichtet, mit Guantanamo in Lörrach. Beraubt, ja, zum Beispiel das erste Mal hatte man schon letzte Woche einen Kalb weggenommen, dann auch noch zusätzlich gedemütigt und ruiniert. Ne? Oh, ja, ist in Ordnung, ne? Okay, machen sie ja so, die Bankster ruinieren uns ja sowieso. Ne? Alle, wir kommen alle dran. Also nur natürlich, um an seine Grundflächen heranzukommen, die für ein lukratives Geschäft in mehreren hunderten Millionen wahrscheinlich benötigt werden. Ne? Teil von Agenda 21, wurde ich schon mal gesagt, wieso das Projekt Lagune gibt's doch erst seit 2 Jahren. Okay, also der hat auch noch nicht so richtig durchschaut, wie es läuft, oder wollte mir etwas Sand in die Augen steuern, oder? Ich weiß immer, dass es für jedes Projekt grundsätzlich immer einen Nutzungsplan geben muss, Flächennutzungsplan, und der wird nicht auf 2 Jahre gemacht und nicht kurzfristig, gerade mal über Nacht für die nächsten 6 Wochen, sondern der ist immer langfristig, der umspannt sogar Jahrzehnte, auch wenn das dann nachher nicht unbedingt so umgesetzt wird, aber man plant natürlich langfristig, was auch eigentlich sinnvoll sein kann, ja, da will ich ja nichts dagegen sagen, aber wenn es dann natürlich in Zusammenhang kommt, mit sowas wie Agenda 21, Klingeling, dann müssen wir auch hier unser Hühnchen mal krähen lassen. Ja, also da stimmt dann irgendwas nicht, oder? Wenn man das alles weiß und die Zusammenhänge kennt. Ja, und was mich ja vor allen Dingen interessierte am Freitag, nachdem ich erfahren hatte und ja auch darüber berichtet hatte vom Wochenende über diesen Überfall auf das Landgut, auf den Landsitz da von dem Herrn Deschler, da wollte ich also wissen, vor allen Dingen vom Landratsamt, wo denn überhaupt dieses Kalb geblieben sein kann. Ne? Das war ja es war ja krank, es war auch bekannt, dass das Kalb krank war und war deshalb in tierärztlicher Behandlung bereits seit 2 Wochen, und der Tierarzt, der zuständig, hat gesagt, ja, das ist auf dem Weg der Besserung, das bleibt jetzt in Pflege bei Ihnen, bis es wieder ganz fit ist. Ne? Und das haben sie dann am Freitag abgeholt.
Und wenn es denn dann so krank gewesen ist, frage ich mich, warum die das dann kilometerlang am Halsband gezerrt haben, eigen selbst laufen lassen, warum sie nicht ein Fahrzeug direkt zum Stall gefahren haben und das von dort eingeladen haben, so wie sie es heute gemacht haben. Das ganze Vieh vom Herrn Deschler wurde heute abgefahren. Vom Schlachtfahrzeug übrigens. Ja. Metzger. Habe ich tolle Aufnahmen. Und ich habe, also ich lasse die Telefone an, das läuft wahrscheinlich noch die Aktion, weil ich musste mich vorab verabschieden, sonst wäre ich hier gar nicht mehr in der Lage gewesen zu senden. Ich fand das wichtig. Ich überziehe jetzt übrigens ein bisschen. Wir machen dann so vielleicht in einer halben Stunde eine kurze Unterbrechung, damit ich mir mal was so einen Tee machen kann, schnell, ja. Sonst habe ich auch noch eine Erkältung. Nee, ich bin auch nicht ganz fit, gesund, also kein Thema. Da wollte ich also mal wissen, was also mit dem Tier geschehen ist, mit diesem Kalb, und hatte die Anfrage gestellt. Letzte Woche hatte ich schon mehrere Anfragen, per Telefax übrigens, so dass man also auch wirklich sicher sein kann, dass es ankommt, gesendet, und ich kriegte keine Antwort. Ne? Da hatte ich dann auch schon Dienstaufsichtsbeschwerde deswegen gestellt. Habe ich auch noch keine Informationen. Habe ich gedacht, Mensch, jetzt rufst du doch mal an. Ne? Habe ich jetzt Vormittag angerufen und gesagt, hier bei der Pressestelle. Warte mal, kann ich mal gerade aufrufen, was ich da geschrieben habe? Ne? Warte mal, hier muss ich gerade mal machen. Okay. Nee, warte mal, das habe ich anders gemacht. Ich habe gestern habe ich denen eine Erinnerung geschickt, so war es. Ja, an die Frau Christine Brehm, die ist dort für die Presse zuständig beim Landratsamt Lörrach, und habe geschrieben: Sehr geehrte Frau Brehm, wie Sie wissen, hatten wir letzte Woche mehrere Presseanfragen an das Landratsamt geschickt, um über den Fall Deschler zu erfahren. Zur Erinnerung habe ich Ihnen diese Anfragen Telefax noch einmal beigelegt. Außerdem erbitte ich folgende zusätzliche Auskünfte zu dem Fall. Am 14.12.2012 fand eine gewaltsame Wegnahme eines Kalbes des Landwirt Martin Deschler mittels mehrerer ziviler und uniformierter Personen, deren Identität uns nicht vorliegen, auf dessen Gelände statt. Offenbar wiesen sich diese Personen nicht aus, als sie ohne rechtsgültige Hausdurchsuchungs- und andere amtlichen richterlichen Beschlüsse vorweisen zu können, trotz betretenen Verboten schildern und des mündlichen Widerspruchs dieses Hausfriedensbruchs auf sein Gelände eindrangen. Nunmehr möchten wir von Ihnen erfragen, ob und wenn wer vom Landratsamt an dieser Aktion beteiligt war. Das Kalb, das nicht gesund, in tierärztlicher Behandlung sowie in tierärztlich genehmigter Pflege des Landwirtschaftsmeisters Deschler war, wurde gewaltsam an einem Halsband vom Hof entfernt und dann offenbar eine weite Strecke entführt, ohne dass der Eigentümer, Herr Deschler, darüber informiert wurde, warum, wohin und zu welchem Zweck das Kalb von diesem Kommando weggezerrt wurde. Die bewaffneten Uniformierten versperrten auch Herrn Deschler die öffentliche Straße, die Sicht auf den Abtransport und vieles mehr. Er erhielt auch keinerlei schriftliche Unterlage zu dem Vorgang. Nun möchten wir erfahren, ob Sie wissen, was mit diesem Kalb geschehen ist, ob es lebt, ob es gesund ist, wo es überhaupt hingeführt wurde. Da ich darüber morgen, wie gesagt, ich habe es gestern geschickt, ne, in meiner Sendung berichten werde, erbitte ich umgehende Auskunft. Die Informationen liegen Ihnen sicher vor. Ne? Und da habe ich diese ganze Faxe, die lese ich jetzt nicht alle vor. Das mache ich dann noch in dieser großen Veröffentlichung zu diesem ganzen Fall, damit alles amtlich ist. Von meiner Seite aus. Auf jeden Fall. Okay, und nix. Ne? Da habe ich heute gedacht, also so kurz vor, ja, Mittag sollte ich vielleicht mal anrufen, ne, weil ich wollte mich vorbereiten auf die Sendung. Und das habe ich dann getan und habe mit der Christine Brehm, ihres Amtes halt Pressesprecherin des Landratsamtes in Lörrach, vom Lörracher Landkreis, telefoniert. Kurz nach 12 oder so. Habe sie gefragt, sagen Sie mal, ich habe keine Informationen, ich wollte mich auf den letzten Stand der Dinge bringen. Und sagte, ja, von uns kriegen Sie keine Informationen. Ach, sag, wieso das? Laut Landespressegesetz kann ich doch Informationen von der Behörde anfragen, oder? Na, das wäre ein laufendes Verfahren, und gemäß Paragraph 4 oder irgendwas vom Landespressegesetz
Würden Sie dazu keine Auskunft geben? Ja, also das finde ich ja spannend. Dann sage ich, ja, dann geben Sie mir das bitte mal schriftlich, ja. Und er sagt, das mache ich nicht, das muss auch mündlich reichen. Da sage ich, nein, das reicht mir aber bitte nicht. Ich möchte alles schriftlich haben, weil das geht ja alles in die Verfahren rein, ne? Die Dienstaufsichtsbeschwerden und die Strafanträge und all das, beides, ne? Oder? Ja, da muss ich mich erst mit der Rechtsabteilung in Verbindung setzen. Ich sage, machen Sie mal, schicken Sie es mir bitte schriftlich. Ich sage, ja, mache ich, Frau Brehm, ist doch kein Thema. Und da habe ich geschrieben, Frau Brehm, wie soeben telefonisch besprochen, erbitte ich von Ihnen eine schriftliche Begründung für die Presseauskunftsverweigerung. Als in Anführungszeichen öffentliche Behörde müssen Sie der Öffentlichkeit gegenüber Auskünfte erteilen. Als Presse sind wir gemäß Presserecht hier insbesondere Landespressegesetze Baden-Württemberg dazu berechtigt, solche Auskünfte bei Ihnen zu erhalten. Wenn Sie diese Auskunft verweigern, dann erbitten wir dieses mit schriftlicher Begründung, da dies als Unterlage für die kommenden Dienstaufsichtsbeschwerden und sonstigen rechtlichen Verfahren einfließen wird. Diesbezüglich laufen bereits Dienstaufsichtsbeschwerden. Bitte senden Sie uns diese entweder als Datenanlage via E-Mail oder per Post zu. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen. Detlef Hegeler, GNS Press Association Basel Office. Ja, was habe ich denn geschrieben? Und still ruht der See. Nix ist gekommen bis jetzt. Warten wir es mal ab. Ja, und dann dachte ich, jo, jetzt kann ich mir mal ein bisschen vorbereiten auf diese Sendung, noch ein bisschen was machen und dies und tun. Und dann kriegte ich den Anruf. Ne? Hatte ich schon gesagt, ich lasse hier die Telefon noch an. Falls noch was Wichtiges kommt, kann ich das gleich live mit reinnehmen. Von dem Landwirt Deschler, der noch vor Ort da mit diesen Leutchen da umgehen muss. Ne? Ja, und wie gesagt, war die Vorgeschichte und dann bekam ich den Anruf, dass ich unbedingt kommen müsse, es würde losgehen. Ne? Hab ich gesagt, oh, hopp, was heißt los? Und dann sagt, ja, die hätten vorhin ein Schreiben vorbeigebracht, dass sie gleich kämen, und um alle Tiere abzutransportieren. Ne? Tierverbot, Tierhalteverbot und was da alle drinsteht. Ne? Also ich muss das ist ein mehrseitiges Papierchen. Dagegen hatte ja Herr Deschler im Übrigen bereits am Sonntag via Fax Widerspruch eingelegt, aber das spielt ja keine Rolle. Ach, was der Bürger sagt, ist doch sowas von egal. Was der will, ist doch wurscht. Wie, was heißt, der will das nicht? Wir sind doch die Regierung. Wir sind doch die Behörden. Wir sind doch die Macker mit der Pistole, den Schusswesten und den Gummiknöppeln. Wir zeigen euch mal wieder, süß hier. Bei uns geht das zu wie bei der Animal Farm. So hatte ich mich da heute wirklich geführt, wobei eben die Tiere alle ganz lieb waren, nur eben die anderen nicht, ne? Okay. Ja, also das war die Vorgeschichte. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache mich fertig, habe hier soweit schon alles vorbereitet gehabt, sodass ich sofort hätte starten können. Und habe gesagt, ich komme gleich. Und dann habe ich noch meinen Kollegen abgeholt, damit wir zu zweit sind. Und ja, war dann so etwa gegen 2 Uhr oder so fort. Also 14 Uhr, ne? Und ja, und da waren die also noch nicht angerückt und wir haben das alles nochmal so angeschaut und so. Und es war eigentlich, hat ein bisschen geregnet, klar, aber ist völlig warm. Ne? Also es war nicht kalt in dem Sinne. Also wenn es jetzt, sagen wir mal, minus 50 Grad gewesen wäre und wir hätten unsere Autos nicht mehr starten können, ist klar, dass man die Tiere dann nicht mehr auf der Weide lassen kann. Ne? Oder? Dafür gibt es ja auch einen Stall. Ne? Da hätte die dann reingetan. Die fressen immer, solange es geht, am liebsten grünes Gras von der Weide. Und da kann mir ein Veterinär erzählen, was er will. Es ist so, was die da mitgebracht hat, irgendwelches künstliches, getrocknetes Futter, würde ich als Rind zunächst auch mal ablehnen, ja, sorry, ich fress lieber das, was von mir von der Natur gegeben wird. Okay, also gut, ich bin ja kein Rind, aber ich versetze mich also im Moment mal so ein bisschen in die Lage eines solchen Tieres, die übrigens alle nicht freiwillig heute mitgegangen sind, denn die rochen bereits an den Anhängern, die da kamen, und das war richtig, wir haben das alles aufgenommen, bereits den Tod. Denn die Fahrzeuge waren da von der Metzgerei. Okay. Die Tiere riechen das. Die Tiere, die vorher drin transportiert waren,
die dann also ihre Adrenalinauswürfe hat, weil die ja wussten muss, was angeht. Denn wenn mir einer weismacht, die Tiere wüssten nicht, dass sie zum Schlachthof geführt werden, das ist dieser Geruch von Tod, von Mord, von Hinrichtung, von Abschlachtung, der hängt und haftet dem allen an. Und Rinder haben mit Sicherheit bessere Nasen noch als wir. Ich habe es gesehen vor Ort, wie die Tiere sich eigentlich weigerten in diese, ja, würde ich auch, ne? So, also, okay, die waren die Freiheit gewöhnt, in solche Schlachtfahrzeuge hineinzugehen. Ja, okay. Wir wissen nicht, wo sie hin transportiert wurden. Man hat uns sämtliche Auskünfte verweigert. Man hat uns keinen einzigen Ausweis, welcher Art auch immer, vorgewiesen. Es ist alles dokumentiert. Ich habe da intensiv darüber verbal als auch im Film alles aufgezeichnet. Man sieht, wie diese Typen mit uns da versuchten umzugehen, obwohl sie genau sahen und kannten mich ja alle. Ne? Die haben alle meine Videos schon gesehen, also die, zumindest die über die Region. Die also überhaupt kein Interesse daran hatten, sich irgendwie kooperativ mit der Presse zu zeigen. Später, als dann fast die Aktion schon vorbei war, kam dann irgendeiner von der lokalen Presse, von der regulären Medien. Dem wurde Auskunft gegeben, aber der interessierte nur, der blieb da irgendwo am Rand stehen, außerhalb des Grundstücks und hat so ein paar Fotos gemacht und hat dann den irgendeinen Polizisten befragt, ne, wo Polizei drauf stand. Alles wurde mir immer wurde mir vergewissert, sie bräuchten sich nicht ausweisen, sie müssten überhaupt nichts. Und dann wurde ich nach einem Ausweis gefragt, ja. Sie kennen mich, was wollen Sie, einen Ausweis von mir? Ja. Ich bin hier auf dem Privatgelände. Wir waren eigentlich zu 99% auf dem Hof des Landwirt Deschler. Da haben die überhaupt nichts zu wollen. Vor allen Dingen gab es ja überhaupt gar keinen Durchsuchungsbefehl, nichts Offizielles. Ja. Die mochten einfach, was sie wollten. Ja. Das sieht man dann auch, ganz klasse, in den Aufnahmen. Ich muss da natürlich das Video noch machen. Das wird ein bisschen umfangreicher, dauert also noch ein bisschen. Aber rechtzeitig zu Weihnachten ist es für alle da. Kommt es direkt, strahlt es direkt auch zu den Dims, zu den Crabs und natürlich auch zu den bewaffneten Uniformierten in die Weihnachtsstube via Internet, wenn sie das nutzen. Ne? Aber die meisten haben ja Internet, ne? Okay. Einer sagte mir gleich hier, ach so, nee, das erzähle ich noch vorher. Leutchen, und ich mache ja auch noch andere Themen, also keine Sorge. Als ich da so dann filmte, wie dieser Metzger mit seinem Lastwagen an die Scheune fuhr, standen sie also alle um mich herum und versuchten, diesen so ein bisschen abzuschirmen, so, weißt du, so mit ihren Ellenbogen und so. Und ich filmte das und dann hat mich einer von diesen, das war einer Gewalttätiger, ja, den ich dann auch später angezeigt habe, der mir dann also zweimal hintereinander sowohl Audio als auch Kamera aus der Hand zu schlagen versucht hat. Und er hat auch einiges, wir werden das ja auch bei der, die Kamera nimmt das ja auf, wenn sie weggeschlagen wird. Ne? Das ist ja das Tolle bei investigativen Journalisten, dass sie das alles auch gleichzeitig mit aufnehmen können. Und ich muss dann erstmal alle anderen Fotomaterialien noch auswerten. Das sind ja hunderte von Fotos. Also das wird das Thema schlechthin zum Ausklang 2012. Ne? Ja, ich glaube schon, dass es weitergeht. Aber um das noch schneller einzuflechten, keine Sorge, nur anders. Nur anders wird es jetzt weitergehen, weil Tyrannei, das wollen wir nicht mehr, ne, stoppt den Terror gegen Bürger. Ist das heutige Thema. Und Detlef war live unterwegs, ein bisschen später dran. Für alle, die jetzt vielleicht erst zugeschaltet haben sollten, ihr habt nicht viel verpasst. Außerdem werde ich natürlich nachher die Sendung hier auch nochmal wiederholen. Ja, ist doch klar. Ja, und was da also dann los war, will ich hier gerne auch nochmal schnell in Stichworten sagen. Wie gesagt, ich habe nichts gemacht. Ich stand auf privaten Grund, habe den Lastwagen mit diesem Abtransport gefilmt und dieser bullige
Du warst schon noch ein jüngerer Typ, bullige, Uniformierte, der bewaffnet war, schlug mir also die Kamera und mein Mikro aus der Hand. Dagegen habe ich natürlich protestiert, habe aber dann weitergemacht, weil ich gesagt habe, Freundchen, dich schnapp ich nachher. Weil nachdem also die wichtigsten Aufnahmen drin waren, habe ich dann als erstes mal 110 angerufen. Und die haben also das aufgenommen. Ich habe dort, das ist also der Notruf, ja, für die, die das nicht wissen, in der BRD ist das der Notruf, Polizeinotruf, und habe dort darum gebeten, dass hier ein Beamter sofort herkommt und die Strafanzeige aufnimmt, dass auf dem Land wird Deschlerhof, wo ich tätlich angegriffen wurde und meine Pressefreiheit eingeschränkt worden ist. Und das wurde auch aufgenommen und dann habe ich gesagt, sie sollen auch bitte jemanden Unabhängigen schicken. Und dann haben sie das getan. Ja? Da habe ich zwischendurch nochmal angerufen, weil das war dann schon zum Ende der Sache. Und dann kam der auch. Deshalb hat es auch jetzt alles noch ein bisschen länger gedauert, weil wir das erst noch mitnehmen wollten. Und dieser, Uniformierte, ich habe jetzt den Namen gerade nicht von der Hand, aber das muss ich jetzt mal sortieren, kam also aus Rheinfelden, gehört aber auch zum selben Distrikt sozusagen, und kam an und sagte, ja, was er wolle, er sucht mich, und dann habe ich gesagt, ja, hier, und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, so, und dann sagte er erstmal, ja, ich solle mich ausweisen, und erstmal wollte er die Sache hier sich anschauen, und sage ich, nee, dafür habe ich sie nicht gerufen, ich will dem Strafanzeige aufgeben. Ja, okay. Und dann habe ich ihn mitgenommen und gesagt, komm, hier, ich zeige Ihnen der mir das aus der Hand geschlagen hat, gegen den möchte ich Strafanzeige erstatten, wegen körperlicher Gewalt, Angriff auf einen Pressemann und so weiter, was immer alles so nötig ist. Ich dachte, ja, also du wüsste nicht, ob er das jetzt hier alles aufnehmen kann, also da müsste man noch mal einen Termin, und nee, ich will ihn, gehen da jetzt hin und ich zeige Ihnen den, damit Sie wissen, wer das ist. Ja, zeige Ihnen noch den Tatort, habe ihm gezeigt, wo das war, also auf dem Privatgrund von Herrn Deschler, und habe ihm dann nachher die Polizei uniformierten Leutchen da gezeigt, den einen vor allen Dingen, der mich da also angegriffen hat. Und als ich ihm dann gesagt habe, ja, den zeige ich an, da wurde er wenigstens mal einmal bei diesem Auftritt mal ein bisschen bleich. Ja, das war übrigens derselbe, der mit Gewalt meinen Kollegen auch festgenommen hat da, weggeschleppt hatte von dem Grundstück, von dem Privatgrundstück auf ein anderes Grundstück, ja, ganz interessant, hat ihn also, das hatte ich glaube ich kurz vorher schon gesagt, eben, der musste sich an die Wand lehnen, hat ihn dann durchsucht, hat seinen Ausweis rausgefischt, weil er das, er hat nicht eingesehen, warum ein Ausweis sein soll. Die haben sich nicht ausgewiesen, keiner von denen hat sich in irgendeiner Art und Weise mit irgendeinem amtlichen Papier ausgewiesen. Nicht mal mit einem Dienstausweis. Und behaupteten immer, das bräuchten sie alles nicht. Ne? Und sie könnten jeden festnehmen, sie könnten alles machen, im Prinzip, was sie wollen. Und deswegen mache ich die Sendung heute. Um nochmal klarzumachen, allen, denen das jetzt noch nicht geschehen ist, dass das jeden Moment, überall geschehen kann. Dass die alle außer Rand und Band sind, da ist überhaupt kein Recht und Gesetz mehr hier, das alles außer Kraft. Die machen das einfach. Und hinterher muss man versuchen, sich sein Recht zu holen. Was ich vor allen Dingen mache, ich mache es öffentlich. Und ich kann nur jedem, der jetzt hier zuhört, raten, immer Kamera oder Mikro und was weiß ich oder beides dabei zu haben. Denn Leutchen, ich sage auch eins, das ist eine unglaubliche Geschichte, die wird noch eine ganze Menge Furore machen, das kann ich euch sagen. Denn so ein paar Infos gebe ich euch gleich dann auch noch, was wir bereits unternommen haben. Jedenfalls, okay, dann habe ich gesehen, und der Landwirt Deschler flüsterte mir das auch zu, oder sein Bruder, ich weiß nicht mehr wer, das ist einer von denen, also den sie da extra geschickt hatten für mich, ne? Und da habe ich gesagt, aha, und das macht er auch so den Eindruck, ja, den kenne ich, ja, und dies, und dann hat er sich mit den anderen unterhalten, statt mit mir, sich auf meine Strafanzeige zu konzentrieren. Also der war mit seinen Kollegen, ich glaube nicht, dass sie unabhängig hier meine Strafanzeige aufnehmen können, bitte, dass sie mir jemand anderen schicken. Ja, da habe ich dann nochmal bei 110 angerufen, Zentrale, und habe gesagt, bitte, sorry, aber der Mann ist hier, den halte ich für befangen, schicken Sie mir einen anderen.
der hier unabhängig ist. Ja, das ginge nicht. Ich müsste mit dem jetzt hier da Vorlieb nehmen und so. Und dann hat er aufgelegt. Da habe ich dann noch 2-3 Mal angerufen. Und dann wurde ich immer wieder rausgeworfen aus der Leitung. Dann hat mir jemand ein anderes Handy gegeben. Da habe ich von da angerufen. Dann kam die Rufnummer, diese Leitstelle. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Name ist Hegeler. Und so, haben Sie noch ein zweites Handy? Also die wissen genau Bescheid. Auch gegen diese Herrschaften gibt es Dienstaufsichtsbeschwerden und vielleicht noch mehr. Schauen wir mal. Ne? Jedenfalls ist alles amtlich. Das ist ja wichtig, denn die müssen das alles aufführen, was da gegangen ist. Und okay, ich habe dann wenigstens mal so die Personalien ausgetauscht, ja, mit diesem, der da die Strafanzeige aufnehmen sollte. Und den haben wir jetzt mal. Ne? Dingfest mit Namen und so weiter. Ne? Da bleiben wir also am Ball, oder? Ich guck mal zwischendurch, ob hier schon mal ein paar E-Mails reingeschickt. Wir können mir ja eure Infos und Nachrichten reinchecken unter radio@wakeness.net. Ich guck zwischendurch auch mal aufs Chat, aber der Chat ist natürlich relativ schnell. Ne? Das sind also schon einige Meldungen. Ich werde dann gleich mal reingucken. Machen wir dann gleich nach der Pause. Ich muss gleich erstmal irgendwie so einen Tee trinken oder so. Ist ja klar, oder? Schauen wir mal, ob da irgendwas im Chat läuft hier. Ja? Okay, hier, Mensch. Alles klar. Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit meinem Bericht, oder? Ja. Naja, jedenfalls ist es so, dass wir da mächtigen Eindruck hinterlassen haben, denn solche Journalisten kennen die gar nicht. Ne? Die kennen immer nur welche, die schreiben ab oder übernehmen das, was ihnen Rothschild direkt über seine Presseagentur zuschickt. Ja? Von Rothschilds Gnaden. Oder was hier direkt aus den Behörden rüberkommt, da brauchen wir nicht viel dran machen. Brauchen wir nur so Eingangs- und Schlusssatz ein bisschen ändern und das war's dann. Investigativ. Ach, doch nicht für sowas. Doch nicht, wenn's fürs System ist. Oder? Ja, so ist das bei mir hier. Ich bin da ein bisschen anders. Und das kennen die nicht so. Ne? Das ist, die kennen das einfach überhaupt gar nicht. Die waren völlig irritiert. Die haben sich auch häufig zusammen, wir sehen das in dem Film, zusammengesetzt und haben sie getuschelt miteinander. Ne? Und wir sind da mittendurch gestiefelt und haben das alles aufgezeichnet, brutal kommentiert. Wie ich das immer gerne mache. Oder? Jawohl. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Unangenehm. Na, habe ich auch ganz nett mit einem der Polizisten zum Schluss dann noch unterhalten, als wir dann aufgehört hatten, offiziell da zu filmen und so. Es sind nicht alle Polizisten oder bewaffnete, uniformierte, wie ich sie lieber nenne, weil Polizei ist ja ein in der BRD eine geschützte Wortmarke, das wisst ihr, ne, gehört dem Innenminister von Freistaat Baden-Württemberg, nee, Quatsch, Bayern. Dann bin ich sehr gar nicht frei. Sorry, das war früher mal Baden. Ne? Aber gut, also ihr wisst, ne? Also Freistaat Bayern, der ist noch, also auf dem Namen nach ist er frei. Hat, glaube ich, auch nie das dem Grundgesetz zugestimmt, weil die schon gesagt haben, nee, das unterschreiben wir auf keinen Fall. Aber das sind alte Geschichtchen, das machen wir mal anders mal. Okay. Und die haben das geschützt. Die waren nicht clever. Also die Bayern sind immer den anderen ein bisschen voraus. Ich weiß nicht, ob das im Fußball auch so ist. Wenn ihr hier Fußballleutchen zuhören, also wenn ich da einen frage, ich kenne einen, den ich fragen würde, welche Fußballmannschaft ist die beste in der BRD? Die würden genau das sagen. Bayern München. Okay, ja, jedenfalls, also da in München, da ist der Bär los und die haben das also gleich geschnuppert, die haben gleich gesagt, oh Mensch, die BRD ist eh hinüber, wir sichern uns die wichtigsten Namen, da können wir die anderen Kollegen abzocken, das geht ja sowieso aus der Tasche der anderen, kein Problem, die haben das also eingetragen als Wortmarke, haben sich das geschützt bis dann hinaus. Wer das nicht glaubt, kann sich da schlau machen, direkt, einfach. Beim Marken- und Patentamt. Das sitzt übrigens auch ganz zufälligerweise in München. Fragt man sich, warum, oder? Weil es da so schönes Bier gibt? Also irgendwie ist Bayern, Freistaat Bayern, noch ein interessantes Land, was wir noch genauer mal untersuchen sollten. Ne? Also wer da vielleicht mal Lust hat, ich kann ja auch nicht alles machen, wenn ich jetzt vor nicht in den enormen Feldeinsatz bin, oder? Okay. Ja, natürlich. Ich würde dann sagen,
Das wird hochinteressant. Jedenfalls, war das also toller Einsatz. Gut, ich meine, damit war zu rechnen, dass die diese Aktion durchführen, weil wir haben uns da auch lange drüber unterhalten, wenn die nachgegeben hätten, ja, also jetzt zum Beispiel dem öffentlichen Druck gegenüber, ja, wie wir das machen oder so, dann hätten sie sich, dann wären sie im Prinzip entmachtet worden, da beim Landratsamt. Das konnten sie nicht zulassen, also sind sie mit Polizeigewalt, 10 Leuten oder was, schwer bewaffnet, auf den Hof gekommen und haben das, haben Macht demonstrieren wollen. Frau Dammann hat ein Machtwort gesprochen, also Landrätin, so nehme ich an. Ne? Sie antwortet mir ja nicht auf meine Fragen, weil sie sagt, es wäre ein laufendes Verfahren. Das wird ein ewig laufendes Verfahren. Keine Sorge. Da werden wir schon für sorgen. Dann hat die wahrscheinlich gesagt, mit ihren Kollegen zusammen, vielleicht waren auch noch andere dabei. Da muss ich überlegen, wer, ne? Und dann haben die wahrscheinlich gesagt, das können wir nicht zulassen, dass uns hier der Detlef von Wake News Radio in aller Öffentlichkeit die Macht entzieht. Und nachher vielleicht sogar wir Haus und Hof selbst verlieren. Wir nehmen es lieber erstmal den anderen weg und vor allen Dingen da, wo wir noch ein paar Millionchen einsacken können, nämlich beim Landwirt Deschler. Mensch, die Grundstücke brauchen wir dringend. Oder? So, den Eindruck hatte ich, als ich die Leute heute sah. Ihr könnt das dann nachher sehen, nach dem Film, dass die natürlich dann sagen, die haben sich natürlich da nur eingefunden, schwer bewaffnet und uns natürlich vom Filmen der Rettung der Tiere abhalten wollen. Deshalb waren die da. Oder? Die haben sich auch richtig aktiv da. Wir haben das aufgenommen alles. Die haben da also möglichen Anhänger zur Seite geschoben, durch den Matsch gestiefelt. Natürlich alles ohne Rechtsgrundlage und natürlich auf Privatgrund. Was heißt hier Privatgrund? Seit wann gibt's hier noch was Privates? Wir sind doch selbst privat. Was heißt hier Unterschied Privat und Privatleute? Sind wir auf Privatgrundstücken wie immer? Oder? Hündchen habe ich keine gesehen. Dafür waren aber mächtige Kerlchen dabei. Diesmal haben sie sich auch nicht verdeckt. Also nur umgedreht vielleicht. Ne? Der eine, dem habe ich gesagt, komm, dreh dich um, dann machen wir ein Foto mit dir. Weil wir es einfach drauf haben wollten. Ne? Und der war auch noch ganz nett. Der hat gesagt, okay. Der war also nicht so verbissen wie die anderen. Die anderen haben nur verbissen geschaut und haben nur gedacht, also der will uns schon wieder ins Internet bringen. Der eine sagte schon, Internet, guck ich mir die an. Kannte aber alles von mir. Okay. Irgendwoher müssen sie mich kennen. Aber wahrscheinlich von Fahndungsfotos, internen, privaten Fahndungsfotos, die sie schon auf mich hier und was weiß ich. Aber vielleicht hat er was gelesen. Nee, wenn er ins Internet nicht geht, weil ich habe ja keine Zeitung, die gedruckt wird. Ne? Naja, ist ja auch wurscht. Ist wahr, das ist das Übel, wenn man sich zeigt, dann wird man halt bekannt. Ne? Und die werden jetzt ein bisschen unfreiwillig bekannt, aber ich denke, das ist auch wichtig, weil das sind ja nicht nur einfach Presseberichte über einen Einsatz, einen illegalen, so meinen wir, Einsatz, sondern es sind auch ganz wichtige Beweisfotos für Untersuchungen, für offizielle Untersuchungen, die jetzt eingeläutet sind und ja, und so weiter. Okay, ich mache jetzt eine kurze Pause, weil ich muss mir jetzt gerade mal irgendwie ein Teechen machen. Okay, dauert also. Ne? Und deshalb dachte ich, ja, da muss ich mal sehen hier, von den Boiler Boys, ne? Spielen wir jetzt mal. Auch klasse. Die sind nämlich sehr recht erfolgreich. Jetzt hier schon auch mit, die haben irgendwelche Internetscheibchen rausgebracht. Ich spiele hier ein. Und dann bin ich gleich wieder zurück hier von Detlef von Wayne is Radio. Ist ja logisch, oder? Und dann überziehen wir nachher ein bisschen. Ne? Wer Lust hat, bleibt dran. Und dann verschiebt sich alles heute mal so um eine halbe Stunde oder so. Ein bisschen länger schieben wir dran, oder? Ja? Hab so ein bisschen rausgehört, dass euch das durchaus recht ist, dass das nicht so schlimm ist, wenn ich ein bisschen überziehe. Ne? In dem Fall, denke ich, ist es mehr als gewährleistet. Oder, ne?
Also, Sir Detlef von Wiggins Radio, ich bin gleich wieder zurück. Doch spannend, weil da kommen noch ganz dicke andere Hämmer auch noch. Wiggins Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.
Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order! Ja, ist der Detlev wieder zurück, Mensch! Und ich habe mir jetzt hier einen Tee hingestellt, da muss ich dann zwischendurch mal ein kleines Schlückchen nehmen, ist noch ein bisschen heiß, ne? Okay, alles im Schnelltempo heute, alles in Live-Situation, direkt aus dem Feld berichtet, hier der Detlef vom Wake News Radio. Ich konnte heute meine Sendung erst ein bisschen später starten, nicht zeitgerecht, weil ich im Außeneinsatz war, ja, weil da war eine Tyrannei-Geschichte direkt hier vor der Tür, vor der Nase, die ich aufzeichnen wollte und musste, weil es um uns alle geht. Denn wenn wir das zulassen, dass so mit Bürgern umgegangen wird, bei der Brustmahlzeit. Dann können wir ja gleich, vom Zug überfahren lassen, oder was? Wir werden das alles gnadenlos aufdecken und bleiben am Ball, das ist doch logisch. Dazu gehört auch so etwas und wenn es wirklich direkt vor der Nase ist, muss man es mitnehmen. Das ist die beste Möglichkeit. Was nutzt es nur, über Rothschild Rockefeller zu treffen, zu berichten? Das sind ja Leutchen, die zwar dahinter stecken, aber die keiner wirklich greifbar vor sich sieht. Das hier, was wir hier aufgezeichnet haben, das ist Tyrannei pur. Und das ist so. Wenn ihr euch den Film nachher dann anschaut, der muss natürlich erst noch alles zusammenfummeln. Ne? Ich bin hier quasi so mit nassen Klamotten gleich reingesprungen, hab schnell gesagt, hey, ich muss mir schon wesentlich was Trockenes anziehen. Und dann habe ich die Sendung gestartet. So wie das ist. Aus der Lameng, ne? Könnte man sagen, aus der Hüfte geschossen. Weil das, was ich euch berichte, ist direkt aus dem Leben gegriffen. Gell? Und was es damit auf sich hat, das haben wir schon in dem ersten Teil der heutigen Sendung besprochen. Ich habe zur Sendung einen Artikel bereits geschrieben. Stoppt den Terror gegen Bürger. Ich habe es ja schon geahnt, dass heute sowas kommt. Ich wurde dann aber erst so gegen Mittag angerufen, dass es losgeht. Und dann musste ich natürlich hin. Und dann hat es alles ein bisschen länger gedauert, weil man hat mich tätlich angegriffen. Ein meiner Kollegen hat man festgenommen, aber dann wieder freigelassen, untersucht und alles. Und dann habe ich natürlich dann noch selber Strafanzeige gestellt, habe die entsprechende Notruf 110 angerufen und musste warten, bis die sich bequemten, da mal vorbeizukommen, um dann im Kreise ihrer Kollegen sich erstmal mit denen zu unterhalten. Hey, mal gucken, oh, was ist hier los? Und das sagt der Detlef schon wieder. Wake News Radio ist ein rotes Tuch. Wobei eigentlich der, ja gut, so ein bisschen, also rötlich-braun ist der Logo von Wake News. So also ein bisschen die Farbe, ja, oder? Okay, zeigt schon auf, wir sind hier ganz erdverbunden. Wir berichten direkt hier vom Ländle. Und das haben wir gemacht. Und da sind ganz irre Aufnahmen drin. Und ihr werdet das sehen, Hintergrund war, man hat alle Tiere von Landwirt Deschler abgeholt mit Schlachtfahrzeugen vom Metzger direkt zum Tierschutz. Klar. Wo sind sie am besten geschützt? Im Himmel? Oder? Naja, okay. Die hatten den Braten gerochen, die wollten nicht weg, die haben sich gewehrt. Da ist kein einziges Tier freiwillig mitgegangen. Das kann man sehen in den vielen Aufnahmen, die gemacht wurden. Das ist natürlich so viel Material, das müssen wir erst sichten. Wir werden immer wieder darüber berichten. Das wird ein Never-Ending-Story. Das geht bis in die Weltpresse. Ich werde auch demnächst darüber im amerikanischen Radio berichten können. Da werden sich also die Leutchen freuen. Ne? Ich mache dann ja auch eine Übertragung auf Englisch. Das mache ich dann natürlich über die Weihnachtsfeiertage. Habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit.
Und dann kann man da, dann können auch mal so ein bisschen die anderen Leute so im International mal mitkriegen, was hier in Lörrach, in Grenzach-Wielen so abgeht. Ja, ne? Das ist nicht nur in New York, Chicago, Los Angeles, London und Paris hier. Das auch direkt vor der Nase. Im Ländlichen geht's genauso rum, oder? Schauen wir mal. Okay, das sind mal so die Eindrücke, die ich da geschildert habe, die ersten in der ersten Sequenz. Was ich jetzt natürlich noch eben zu Ende berichten möchte, ich habe übrigens die Telefone immer an, im Moment jetzt hier, falls noch irgendwie sich die Situation vor Ort ändert, weil es wurde befürchtet, dass eventuell sogar Tiere bei dieser Einfangaktion verletzt wurden. Wir werden die Aufnahmen dann nochmal genau recherchieren. Möglicherweise wurde auch ein Tier vielleicht getötet dabei. Wir werden es herausfinden. Das ist jetzt aber nichts, was ich bestätigen kann. Wir haben nur die Telefone angelassen, falls irgendwie was kommen sollte, eine Meldung, dass wir die noch mit reinbringen können. Ja, ich hatte auch gesagt, dass man mir bestätigt Presseauskünfte verweigert, anderen Medien allerdings Presseauskünfte gibt, nur Wake News nicht. Ne? Oder? Gut, ja, sehen wir mal, ne? Also ich gehöre eben nicht zu den regulierten Medien, ne? Also reguläre Medien bezeichnet man die hier scheint, ne? Und denen schickt man immer gleich so die vorgefertigten Propaganda-Nachrichten zu, ne? Von denen kommt kaum einer. Heute war einer da von der lokalen Presse, sagte ich vorhin schon, der blieb aber außerhalb, also des Grundstücks und machte da vielleicht ein paar Aufnahmen und hat mit einem dieser uniformierten Bewaffneten gesprochen und dann ist er auch wieder abgefahren, ne? Oder? Ne? Ja, was soll man sich auch mit dem Herrn Deschler unterhalten? Ne? Den wollen wir doch hier sowieso weg haben. Ne? Der muss ja vernichtet werden. Der muss seine Existenz aufgeben. Und dann, ja, in so verschiedenen Gesprächen habe ich dann mal gefragt, ob da die Verhältnismäßigkeit gegeben ist bei diesem Einsatz gegenüber. Also es war eigentlich relativ warm, die Tiere fühlten sich wohl, zufrieden auf der Weide, die hatten keine Lust, irgendwie jetzt in ein Schlachtfahrzeug geführt zu werden. Also wenn die Möglichkeit gehabt hätten, sich zu äußern, ja, ich glaube nicht, dass die gesagt hätten, ja, ach nee, wir wollen eigentlich hier statt auf der Weide rumzulaufen und Gras zu fressen, wollen wir eigentlich lieber irgendwie ins Schlachthaus, da regnet es nicht, ne? Das ist auch nicht so ganz so kalt vielleicht, aber es wird einem da eher heiß, ne? Oder? Und ja, okay, da schlitzt man halt dann meinen Bauch auf und weiß nicht, ob ich dann schon tot bin oder nicht, aber hänge dann so mit den Hufen oben irgendwo an solchen Haken dran und dann erstmal haut man mir was gegen die Birne, ne? So, und dass ich erstmal so, ja, so halb tot bin und dann schlitzen sie mir. Vielleicht merke ich das eine oder andere sogar noch dabei, weiß ich nicht genau, je nachdem, wer es macht. Ne? Es war irgendwie so ein privater Metzger direkt aus der Gegend. Das war übrigens der gleiche, der am Sonntagabend den Herrn Landwirt Deschler anrief und sagte, eure Sachen, hier werden ja alle abgeholt, komm, ich mache dir einen Sonderpreis, 20% unter Marktpreis und dann nehme ich sie alle ab. Wenn du da auf das Angebot nicht eingehst, dann dann holen wir sie eh ab und dann kriegst du noch viel weniger, weil dann ziehen sie da auch noch die ganzen Kosten von dem Transport und was weiß ich ab und dann kriegst du gar nichts mehr. Also was willst du? Ne? Also alles, so läuft das. Woher wusste der das? Ach, aus den regulären Medien wahrscheinlich. Oder hatte der vielleicht Nachricht bekommen von irgendwem? Kriegt er einen Tipp, dass man ihn jetzt schönes Geschäftchen machen könnte? Er schien so ein bisschen nervös zu sein, weil wir ihn natürlich gefilmt haben. Dabei bei seinem Tun. Und wir werden jetzt das Schicksal jedes einzelnen Tieres weiterhin aufzeichnen, damit wir wissen, ob es den Tieren hinterher besser geht, als es bei Herrn Deschler war. Und wenn man dann sagt, ach, das Tier ist nicht mehr da. Und sagt, ach, und jetzt geht's ihm besser, ne? Oder? Wie ist es denn dazu gekommen, dass es nicht mehr da ist? Ja, und so. Könnt ihr euch schon vorstellen, dass wir die Weihnachtsgeschichte für alle Kinderlein, die wissen wollen, wie es hier im Ländle zugeht, ja, sozusagen, wenn man das mal so sagen will. Ja.
schon recht makaber. Wir hatten also schon ein makabres Gefühl. Die Tiere haben das alles gespürt, was da abgeht. Tiere sind sehr sensibel. Offenbar war denen das egal. Die Leute, die da standen, die wollten nur ihre Macht demonstrieren. Die wollten nur, wie soll ich sagen, einfach ihre Dinge durchziehen. Da stehen ja Millionen auf dem Spiel. Und Millionen, die können wir doch nicht riskieren. Vor allen Dingen kriegen wir dann unseren Teil nicht ab dabei. Ne? Vielleicht so das Kleine oder ein Pestchen oder naja. Ne? Könnte sein, oder? Also, ob das so ist, weiß ich nicht. Aber es könnte so sein. Und so ein bisschen tendenziell geht es ja dahin, dass die ganzen, soll ich sagen, Aktivitäten, Aktionen der letzten 10, 15 Jahre darauf hindeuten, dass das was damit zu tun haben könnte. Okay. Ja. Ach so, das wollte ich auch noch sagen. Und zu dieser Sache, wir haben natürlich Strafanträge gestellt diesbezüglich, auch wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und haben uns ihr könnt da ruhig zuhören, ihr hört ja sowieso meine Sendung, das ist in Ordnung, ihr solltet das auch wissen, weil demnächst, ihr ja auch da, also jetzt die vor Ort waren oder die da involviert sind und da hören jetzt auch viele mit, weil das jetzt von einem größeren Apparat aus mal untersucht wird und ja, vielleicht sogar eine SOKO gegründet wird, deswegen. Verdeckt braucht man da gar nicht mehr verhandeln, das ist alles offensichtlich. Okay, also das haben wir so mal weitergeleitet und ich denke mal, da wird also noch einiges kommen. Jedenfalls, wir bleiben da am Ball, wir werden der Öffentlichkeit nichts vorenthalten. Bei den Gesprächen auch mit dort ansässigen Uniformierten, die sind nicht alle bullig gewesen und aggressiv und so, der eine oder andere war auch schon zugänglich. Da habe ich dann auch gesagt, wissen Sie, wenn sowas passiert, ja, dann muss man darüber berichten. Und dann meinte er, aber Sie müssen doch schon auch alle Seiten und objektiv. Und wissen Sie, was heißt die objektiv? Ich habe mir gesagt, ich habe dem Landratsamt letzte Woche mehrere Presseanfragen gegeben, bevor ich das am Wochenende veröffentlichte. Einfach um deren Informationen, deren Sichtweise mit einfließen zu lassen. Es kam nichts. Und am Sonntag konnte ich niemanden erreichen. Die arbeiten nicht am Wochenende. Ne? Also musste ich dann das ohne Rückmeldung vom Landratsamt in Lörrach veröffentlichen, aus der Sicht und den Informationen, die mir zur Verfügung standen. Dann habe ich jetzt für heute eben auch nochmal zusätzlich zwei Presseanfragen gestartet, mit der Bitte, mir das bis heute vor der Sendung zur Verfügung zu stellen. Auch dem ist man nicht nachgekommen, dann darf man sich nicht wundern, dass es dann eben nur so dargestellt werden kann, wie man es sieht, wie es geschieht, wie es passiert, ohne, wie soll ich sagen, dass man die Sichtweise, die Stellungnahme der, sagen wir mal, anderen Seite, ne, dazu einfließen lassen kann. Und so ist das halt. Ne? Also ich habe alles versucht. Ich habe mich, das ist ja auch Arbeit, das ist ja auch Mühe, die ich gemacht habe, extra, damit man alles mit einfließen lassen kann an Informationen. Ist doch logisch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, warum geben die mir keine Informationen? Warum geben sie der Presse keine Nachricht? Irgendwas versuchten die vielleicht zu verdecken. Das ist es, worauf ich dann komme. Ich zeige mein Gesicht. Ich bin da. Ich sage meinen Namen. Und wenn dann andere Leute sich verstecken, die Hände vors Gesicht halten oder dann noch vielleicht irgendwie sagen, nee, wir geben keine Information, dann ist das doch verdächtig, oder? Hä? Da haben die doch irgendwas zu verheimlichen. Und sich hinter irgendein Papierchen zu verstecken, ohne sich mit Widersprüchen und anderen rechtlichen oder Rechten von Menschen auseinanderzusetzen, ist doch irgendwas, da stimmt doch irgendwas nicht. Da stimmt doch irgendwas nicht. Und wir müssen die Sache aufklären. Das könnte ein Herr XY sein oder irgendeine andere Geschichte, aber es ist jetzt die Sache, klassisches Beispiel für absolute Tyrannei von außer Rand und Band geratenen sogenannten Behörden in der BRD. Da ist nichts mehr. Die halten sich an gar nichts mehr. Oder? Na gut.
Ich meine, wir wissen, in meinen Sendungen berichte ich immer darüber, ich habe natürlich auch diesen, aus meiner Sicht, Vogelblick, das heißt, ich versuche, die übergeordneten Hintergründe darzustellen, die nicht ohne weiteres jedem sofort ersichtlich werden aus einer kleineren Perspektive. Das kann einem ja nur klar werden, wenn man sich mit den anderen Dingen auch beschäftigt und dann die Knoten miteinander verbindet, ja, oder die Punkte miteinander verbindet. Und das ist eben etwas, was uns nicht geboten wird, nicht frei Haus geliefert wird sozusagen und schon gar nicht von den sogenannten regulierten Medien. Nein, es ist so, dass wir das erst selber erkämpfen und machen müssen. Und das haben ganz viele tolle Leute bereits vor Jahrzehnten gemacht, auf deren Arbeit unsere Arbeit ja aufbaut. Das ist ja nicht uns gerade mal so über Nacht eingefallen, sondern da stecken ja Jahre Recherche dahinter, Auseinandernehmen der Situationen. Und das Internet hat es möglich gemacht, diese ganzen Punkte miteinander zu verknüpfen. Und deshalb sind wir auch so dankbar für dieses Medium. Und das ist letztendlich das Medium, was übernimmt. Die anderen, die verlieren doch. Sogar der Glotzfernseher verliert, weil da nichts Gescheites mehr drin kommt. Und die Leute wissen, merken das auch. Das ist ein reines Verdummungsinstrument, so wie es zurzeit zumindest genutzt wird. Man könnte es sicher auch anders nutzen. Ich hätte ja auch nichts dagegen. Hätte ich die Möglichkeit, auf den Sender zu gehen, über Satellit oder was auch immer, um meine Ansichten preiszugeben. Aber es ist unbezahlbar. Alles kontrolliert von den Regierungen. Da kann sie nichts an der Regierung vorbei groß machen. Oder sie nehmen dich hops. Oder ruinieren dich oder sonst irgendwas. Und deswegen bin ich so froh, dass es so viele aufklärende Medien gibt. Ja, und dass wir müssen uns aber diese Rechte wieder erobern, die man uns versucht, Stück für Stück abzunehmen. Und deswegen das heutige Thema auch, was ich gewählt habe, stoppt den Terror gegen Bürger. Und das ist ja ein Thema weltweit. Das ist nicht nur hier für die Ecke hier gedacht, sondern es ist nur exemplarisch zu sehen, was ich hier berichte und selbst erlebe. Ich hatte das vorher noch nicht. Ja, dass mich ein uniformierter, bewaffneter daran hindert, meine Pressearbeit zu machen, und zwar mit Gewalt. Dass mir einer was aus der Hand schlägt. Und da bin ich jetzt froh, dass er das gemacht hat, weil er mir die Vorlage dafür gibt, ihm eine Strafanzeige zu geben, aufzuzeigen, wie hier in einer sogenannten Demokratie, ja, mit Freiheit und rechten Meinungs- und Öffentlichkeitsarbeit umgegangen wird, oder? Ja, da haut man dem Pressemann erstmal haut man so eine Kamera weg. Er hat mich nicht wirklich irgendwie verletzt oder so, das nicht, aber er hat meine Kamera aus der Hand geschlagen und mein Audiogerät, um ganz klar meine Arbeit zu behindern. Und möglicherweise auch das Ding zu beschädigen. Wir müssen sehen, ob irgendwelche, Schäden dran sind. Okay. Schauen wir mal, dann kriegt er noch eine Rechnung. Ja. Dann werden größere Rechnungen fällig. Ist doch klar. Okay. Alles klar. Ja, aber es geht natürlich noch um ganz andere Dinge. Und ich denke, so in der letzten halben Stunde, ich denke so bis 6:30 machen wir, oder? Einfach mal überziehen wir. Ja, ich weiß, okay, das ist, aber machen wir heute mal so. Hier hat mir, also ein paar Infos habe ich hier reingekriegt. Die will ich gerne vorlesen. Hallo Detlef. Hier hast du mal eine Info im Anhang über die Marke Polizei. Ich frage mich, ob die anderen nicht legitimierten Bundesländer an Bayern etwas zahlen müssen, da die ja die Rechte an dem Namen bzw. Wortmarke Polizei haben. Viele Grüße, schreibt einer. Okay, ja, das stimmt, da müssen wir mal gucken. Hier sagt einer, hier, hey, erstmal so einen schönen Gruß aus Österreich, du solltest die Sendung um 6 Stunden auf jeden Fall überziehen. Erstaunliche Dementieren zu 21.12.2012 von der offiziellen österreichischen Medien-Online-Zeitschrift News. Das muss ich mir dann mal angucken. Aha, interessant. Ja, gut, ich meine, die versuchen ja alles, ne? Und hier schreibt Bernardo Delft, das ist im Grunde genommen ein gutes Zeichen, bezieht sich auf die Schilderung von dem Übergriffen auf mich auch. Das ist also im Grunde genommen ein gutes Zeichen, schreibt er, weil es zeigt, dass die BRD in den letzten Zügen nur noch so um sich schlägt und am Ende ist. Freuen wir uns drauf. Die können was machen, was sie wollen. Alles hat ein Ende. Ja, cool. Ja.
Was steht hier? Da steht dann, hallo, wir sind auch nicht direkt gegen den Deschler, aber naja, erstmal muss er seinen Hof und die Stallung in Ordnung bringen und da finde ich, kann er übers Fernsehen oder sonst was gehen. Er nimmt ja leider keine Hilfe an. Hatten ihm schon ein paar Mal angeboten, auch gesagt, er solle erstmal seinen Saustall aufräumen. Aber wer nicht will, der hat schon, vielleicht schafft das nun, Entschuldigung, Wakeness Radio, ihn davon zu überzeugen, dass er erstmal aufräumen sollte. Wiederum muss ich auch den Nachbarn und den Ämtern recht geben. Es sind wirklich schon Tiere qualvoll verendet und lagen dann, je nachdem, auch wochenlang auf dem Hof abgedeckt und stinkten in einer Ecke. Okay, das kann man ja herausfinden, ob das so war. Sein Bruder ist auch nicht ohne. Er hat den Martin voll im Griff und so weiter. Der Emil hatte damals und so weiter unsere Pferde versorgt und ein Pferd hatte Stichverletzungen von einer Heugabel. Ja, aber wer diese Stichverletzung beigebracht hat, da sind, soll ich sagen, unterschiedliche Auffassungen. Lange Rede, kurzer Sinn, bringt ihn dazu, seinen Hof auf Vordermann zu bringen und die Stallung in Ordnung zu halten, dann können die Ämter ihm nicht mehr viel tun. Ich drücke die Daumen. Ja, vielen Dank auch für diese Nachricht. Das scheint hier direkt aus der Region zu sein. Gut, weiß ich nicht. Ich kann nicht sagen, ob es da tote Tiere mal gegeben hat. Unabhängig davon, wenn man ihn aber seit 15 Jahren finanziell ruiniert und er quasi, man sperrt den sogar 2 Tage ein und das ist den Leuten völlig egal, was den Tieren dann geht in diesen 2 Tagen. Wenn die sich hier so mit 10 Mann auf dem Hof einfinden, um seine Tiere abzuholen, also Bewaffnete, nicht die Leute, die dann auch noch dabei waren, also waren ja noch 10 andere dabei in Zivil, dann frage ich mich, warum sie ihn dann einsperren für 2 Tage in so ein kaltes Loch da hineinstecken. Okay. Und dann ist den Tieren, das ist doch völlig wurscht, was die da machen. Und wahrscheinlich sind sie während der Tage gekommen und gesagt, der Deschler ist nicht auf dem Hof. Ja, wo ist doch klar, das vernachlässigt seinen Hof hier, der füttert seine Tiere nicht. Wobei, die sind ja auf der Weide, die können da selber fressen. Also die kriegen natürlich dann auch noch zusätzliches Futter und so. Aber eben, ich meine, wie stellen sich die Leute das vor? Findet ihr das richtig? Ich denke, da steckt doch was ganz was anderes dahinter, Leutchen. Komm, erzähl mir doch nicht sowas. Ja, und natürlich, das will ich auch tun. Und das war eigentlich auch Sinn und Zweck der heutigen Sendung, dass ich das machen wollte. Ich möchte sehr gerne auch einen Aufruf starten, so als quasi letzte Information jetzt zu dem Fall Deschler. Es sollen sich bitte alle bei mir melden, die Herrn Deschler helfen wollen. Ja, jetzt nicht wegen Geld, sondern wegen praktischer Hilfe. Ne? Er braucht zum Beispiel einen Traktor, also einen gebrauchten mit 50 bis 80 PS, wenn möglich noch TÜV. Dann sucht er händeringend so also Mechaniker, Schlosser und Dreher, sowas in der Richtung, die ihm helfen können, so ein paar Sachen da zu regeln. Dann braucht er einen Schreiner und einen Zimmermann, weil er wollte so ein paar Sachen reparieren. Dann wollte er für die Tore, die er hat, wollte er neu ins Stand setzen. Da bräuchte er jemanden, der das so mit ihm da helfen könnte und so weiter. Dann auch ein paar Fenster verglasen noch und so weiter und Stall ausbessern. Also es gibt eine ganze Menge von Punkten, die er benötigt. Und wenn welche zuhören, gerade auch gerne aus der Region, die ihm da helfen wollen, ja wunderbar, warum denn nicht? Ich denke, er ist ja finanziell bereits durch diese Aktionen, die da ständig gelaufen sind. Ja, denken wir mal dran, man hat ihm seine Milch nicht mehr abgenommen, angeblich, weil es schlechte Milchproben hatte. Ja, er kriegt hier ja noch Milchproben zugeschickt mit schlechten Werten, obwohl er gar keine Milch mehr abgeliefert hat. Wie ist denn das möglich? Will man mal drüber nachdenken, oder? Und dann alle Leutchen so aus seiner Schilderung heraus, die ihm helfen könnten aus der Region, lehnen die Hilfe ab. Die leihen ihm nicht mal einen Trecker, aus welchem Grund noch immer. Ja, aber ich meine, macht man sowas? Es scheint eher so, dass die ganzen Dinge darauf abzielen, ihn in den Ruin zu treiben und letztendlich ihm seine Existenz wegzunehmen. Das hat man heute getan. Wenn man einem die Tiere wegnimmt als Landwirt und man darauf angewiesen ist, dann nimmt man die Existenz weg. Ja. Es ging nicht um ein einziges Tier, sondern es ging um alle Tiere. Alle Tiere, bis hin auch die Schafe, ja, die ich aufgenommen hatte das letzte Mal, wo dieser zutrauliche Chef da zu uns kam, der Hammel und Streicheleinheiten haben wollte, den haben alle mitgenommen. Alle.
Warum? Verstehe ich nicht. Schafe? Warum das denn? Alle Tiere. Die haben sogar die Kaninchen oder Hasen oder was mitgenommen. Die haben alles mitgenommen. Alles. Alles. Ein Tierhalteverbot ausgesprochen. Und das ein paar Tage vor Weihnachten, obwohl die Witterung komplett okay ist. Ja. Kein einziges Tier dort war, was wir hätten sehen können, was irgendwie verhungert oder was weiß ich wäre. Die waren alle munter draußen, wie Tiere halt sind. Es ist mir völlig unverständlich, diese Aktion. Kann nur damit begründet werden oder sein, dass man ihn massiv jetzt, kurz vor Unterzeichnung der Verträge von dem Projekt Lagune, fertig machen will. Das ist der Hintergrund. Und deswegen bleibt das Projekt Lagune jetzt dann vor allen Dingen auch in unserem Fokus. Wir wollen sehen, was es damit auf sich hat, wer da dahinter steckt. Und auch da müssen Untersuchungen her. Gut, das dazu. Also wer hier etwas helfen möchte, auch mit tatkräftigen oder materiellen Dingen, es geht also nicht um Geld, sondern um wirklich materielle Dinge, die er für seine Sache einsetzen kann, sollte er sich melden. Kann das gerne über mich tun, dann kann ich das bündeln und dann kann ich das entsprechend weitergeben und dann kann man dann die Einzelheiten absprechen. Ja, denke, das ist das, was produktiv ist, und auch hier, das war ja in dieser Mitteilung, die jetzt da reinkam, auch herauszuhören. Es gibt Leute, die ihm helfen wollen. Okay, vielleicht hat es irgendwie mit der Absprache nicht so geklappt. Das ist wichtig. Ne? Und er hat ja jetzt dann auch den Bedarf, dass man ihm hilft. Ne? Denn er steht jetzt am Ende seiner Existenz. Das hat man so mal gerade eben irgendeine Veterinärärztin hat das beschlossen, das zu tun. Aber irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, dass es mehr um mehr geht, irgendwie. Ja, deshalb sitze ich an der Sache dran. Weil ich mich auch täglich selbst von der Situation überzeugt habe. Ich war ja selbst heute sogar mitten im Einsatz, mehrere Stunden lang. Und habe das alles gefilmt. Ja, ist doch klar. Okay. Also da könnt ihr euch melden. Ich kann das so nicht bestätigen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr schon mal über solche Massentierhaltung irgendwas erfahren habt. Also wer da vielleicht ein bisschen Kenntnis hat, ob es eine Geflügelfarm ist, ob es eine Rinderfarm ist, ob Schweinemast ist, die in Massentierhaltung gehalten werden. Da liegen so Tierleichen tagelang, wochenlang zwischen den Tieren selbst herum. Da gibt es die Filme dazu. Es gibt ganze Berichte darüber. Das schert keinen Menschen. Ja? Aber wenn jetzt hier mal vielleicht irgendein Tier gestorben sein sollte, was nicht sofort abtransportiert worden ist, wo willst du denn ein Tier hin tun? Meinst du, da kommt übers Wochenende kommt der Abdeckdienst oder was? Okay, ich weiß, ich kenne den Fall nicht, aber ich sag's nur so als Beispiel. Das finde ich also da irgendwie vom Kommentar her nicht wirklich vollends durchdenkend, all dieser Situationen, in denen sich viele, viele, viele Millionen Tiere täglich befinden in Massentierhaltung. Ich glaube, wenn hier Leute zuhören, die da ein bisschen Ahnung davon haben, werden mir hier zustimmen, dass es da wahrscheinlich noch viel, viel grausamere und schlimmere Sachen gibt, als das, was dort hier bei Herrn Deschler abgelaufen sein soll. Sein soll. Ne? Hier schreibt einer an, hier Klein Dubai am Rhein. Das ist das Projekt Lagune. Da sollen ganz viele Headquarters von so Großkonzernen hin. Wahrscheinlich mit besonderen Steuererleichterungsprogrammen. Und das ist klar, da kann man dann relativ in 10 Fingern, braucht man nicht mehr so viel. Kann man an einem Finger abzählen, was Sache ist, oder? Hä? Alles klar? Okay, aber was noch ein ganz wichtiger anderer Punkt ist, der auch aufzeigt, was da hier so abgeht, das ist etwas, was ich auch in meinem Artikel Stoppt den Terror gegen Bürger mit erwähnt habe, nämlich, zitiere hier aus dem Bericht, aber auch anderorts sind falsche Flaggen, Terroranschläge an der Tagesordnung. Hier gibt es ungeheuerliche Nachrichten aus den USA. Mit dem Sandy Hook Massaker in Connecticut, USA, also was kaum zu glauben ist, darüber stand auch ganz viel sofort. Innerhalb von Sekunden stand das auf den Titelblättern aller regulierten Medien weltweit.
fragt man sich, woher die das alles so schnell erfahren konnten, dass es dort einen Massaker in einem Schulgebäude gegeben hat, mit dem Ortsteil, mit der Ortsteilbezeichnung Sandy Hook, ja, wo also ganz viele Kinder und völlig Unschuldige massakriert wurden, angeblich von einem jungen, 20-jährigen Mann, der dort irgendwie aus Wahn mit mehreren Waffen diese alle hingestreckt haben soll. Und in allen Medien, zumindest bis jetzt, hatte ich eigentlich das lesen können, so wie es war. Also dieser Verrückte da, dieser Junge, der übrigens in Facebook da irgendwas geschrieben hat und rauf und runter. Übrigens wurden dann schnell seine ganzen Facebook-Konten geschlossen und hinterher fand man viele Kommentare nimmer. Fragt sich warum. Okay, und dann schreiben wir also, der war das. Der war's. Und das wusste die ganze Presse weltweit innerhalb von wenigen Sekunden. Der war's. Das war der Todesschütze. Der ist schuldig. Ja? Hatte sich aber aus Zufall gerade mal selbst erschossen. Ja? Okay, da gibt es natürlich ein paar Leute, die sich mit solchen regulierten Mediennachrichten nicht zufrieden geben, sondern dann auch noch ein bisschen nachhaken. Ja, was vielleicht da noch der Fall ist, denn wir kennen das gerade aus den USA, die wollen ja unbedingt die Leute da alle entwaffnen. Ich muss mal zwischendurch einen Schluck Tee trinken, ja. Die wollen also alle Leute entwaffnen, damit sie ihre Tyrannei eben weiterführen können. So wie das hier jetzt hier in Gensach-Wielen war, damit nur noch die also bewaffnet sind und mit Fett ausgerüstet und auf alles draufhauen können und die Presse gleich weghauen. Was soll die denn hier? Wollen die uns noch filmen bei unseren Sachen, die wir hier machen? Ja. Und das ist in den USA auch ganz wild. Die wollen also da ja auch alle Leutchen, die sind ja alle schwer bewaffnet, die wollen sie entwaffnen, wollen also das legale Haben von Waffen verbieten. Nun hat man ganz kurz nachrecherchiert, dieser 20-Jährige hätte bereits eigentlich gegen alle Gesetze verstoßen, dadurch, dass er eben noch gar nicht alt genug war, ich glaube, das geht erst ab 21 oder 22, darf man da Waffen tragen, der war erst 20. Schon da hat er gegen das Gesetz verstoßen, er hätte sich also auch nie selbst Waffen besorgen können, auch das wäre illegal gewesen, und so weiter. Und noch ein paar andere Punkte, ja. Okay, also der wäre, ob es ein Gesetz gibt oder nicht, sowieso illegal gewesen, ne, oder? Oder habt ihr schon mal gesehen, dass ein Verbrecher, der also irgendwie was verbrechen will, dass der erstmal im Gesetzbuch nachschaut, darf ich das eigentlich? Darf ich jemanden erschießen? Also ein Mörder, ne? Zum Beispiel. Darf ich einfach einen ermorden? Was steht da drin? Och, steht gar nicht drin, dann mache ich trotzdem, ne? Oder wie? Hä? Oder wo sind wir hier? Das Erste, was also sofort rausging, da war noch nicht mal sämtliche Mediendinge rum, gleich der Ruf von Bloomberg, dass der Bürgermeister von New York City, ne? Der steckt auch da wieder mit 9-11, aber gut, das ist ein anderes Thema. Der hat sofort alle Waffen verbieten. Dürft keine mehr Waffen tragen. In der ganzen USA und sonst wo. Logisch. Das ist die beste Lösung wahrscheinlich. Damit kann man Verbrechen komplett abschaffen. Übrigens in New York City sind alle Waffentragen verboten. Ja, das sind ganz scharfe Waffentragegesetze dort, also Waffenbesitzgesetze. Und das ist die Verbrechensrate eine der höchsten. Ne? Also genau, ne, wenn man allen redlichen Bürgern da die Waffen wegnimmt, dann kann es eigentlich nur noch besser werden für die Verbrecher. Also dann, ne? Und so weiter. Okay, also recherchieren wir mal ein bisschen weiter. Dann kommen wir auf den Namen. Ich habe ihn jetzt gerade nicht hier, weil ich das nicht mehr vorbereiten konnte. Spielt auch keine Rolle, kann man alles nachlesen. Ich mache die Links später rein. Wer war denn der Vater dieses 20-Jährigen, sich selbst wahrscheinlich ermordeten? Ihr wisst, ne, was ich das meine, wie ich das meine. Wer war das denn? Ach, und recherchiere und recherchiere. Das ist ein hochstehender Executive Director oder sonst irgendwie so in dem Rahmen. Von General Electric aus dem Finanzbereich. Und General Electric ist ein riesiger, großer, globaler Konzern, mit wo der Staat auch ein bisschen rumfummelt. Also der, ne, wisst schon. Und
Ach, was sollte der machen? Ach, der stand kurz vor der Aussage vor dem Kongress. US-Kongress zu diesem Libor-Skandal. Ach, Bankster Connections. Der hätte aussagen müssen und offenbar war er jemand, der vielleicht brisante Informationen herausgelassen hätte. Der hätte also dann vielleicht die Bankster in die Pfanne gehauen mit der Aussage, oder? Libor-Skandal, ne? Da geht es nicht um Millionchen oder Milliardchen, da geht es um Billionen. Okay. Da sind wieder die Zentralbanken mit drin. Und wem gehören die Zentralbanken? Ihr wisst schon Bescheid, ne? Jetzt kommen wir da langsam in den heißen Brei. Okay. Also, oh, das aber ja ganz zufällig, dass der Sohn von dem dort als Mörder tituliert wird, mitten in diesem Klassenzimmer erschossen, vorgefunden wurde, mit ein paar Waffen drumherum liegend. Aber er sagt, es gab nur einen! Täter! Ah, und dass der auf Drogen war. So, okay, das wissen wir alles, das ist das übliche Programm. Nein, es gab Filmaufnahmen von entweder Polizei oder Pressehubschraubern, das kann ich nicht sagen, die das Gelände gefilmt haben um dieses Schulgebäude und da kann man sehen, was? Jawohl. Es gab mehrere, die geflohen sind von dort, Männer, die verfolgt wurden von Polizisten und nachher überwältigt wurden und eins kann man sogar sehen, im Wald drin, da stehen ganz viele Polizisten drumherum. Oder bewaffnete Uniformierte, ne? Und einer, der liegt am Boden mit den Handschellen auf dem Rücken gefesselt. Also zwei Männer extra. Komisch, dass das in den regulierten Medien nicht zu finden ist. Oder? Ich finde das schon eine bemerkenswerte Sache. Gerade bei so einem Massaker müsste man doch eigentlich jedem Hinweis nachgehen. Aber nein, das findest du in den regulären Medien nicht. Und die Links mit den Videos und so tue ich dann später noch alle dann in diesen Artikel hinein. Wie gesagt, ich war heute nicht ganz so gut vorbereitet, weil ich ja im Außendiensteinsatz war. Sonst hätte ich das schon alles vorbereitet. Und jetzt kommt der Hammer schlechthin. Und das ist ja in den alternativen neuen Medien, wollte ich eher sagen, den nicht regulierten Medien bereits überall heiß und rum. Und YouTube kommt gar nicht mehr hinterher, die alle zu löschen. Die sind nur am Löschen dieser Videos, wo das genau dieses Thema angesprochen wird. Nämlich, ich habe heute auch jemanden gefragt, hast du schon den letzten Batman-Film gesehen? Da gibt es einen riesen tollen Batman-Film. Der heißt, also oft auf Englisch zumindest, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, aber The Dark Knight Rising, ja. Der dunkle, aufsteigende Ritter, ne, übersetzt. Ich weiß, ich habe den nie gesehen, aber der wird natürlich jetzt hochinteressant, weil ich frage euch, was kann man in einer dieser Szenen dieses Batman-Filmes sehen? Was meint ihr wohl was? Hä? Jetzt gucke ich mal rein, ob es hier dazu Antworten gibt. Ha? Übrigens, ne, also wer sich so ein bisschen was von dem Film anschaut, man muss ihn gar nicht ganz sehen, also nur, man kann auch die Recherchen nehmen, die so bei zum Beispiel YouTube gemacht werden, wo diese Szenen alle schon eingebaut werden. Also ein voller Freimaurerfilm, voller Illuminati, Zeichen und was weiß ich. Oder? Logisch, was hast du von Hollywood denn anders erwartet, hä? Oder? Also was kann man sehen? Geht also darum, ich habe auch so eine Psycho-Analyse dieses Films studiert. Früher war der Batman mal, ist es ganz kurz, ne? Und wenn es jetzt 5 Minuten länger dauert, machen wir 5 Minuten länger, ne? Also, das finde ich, ist noch ein wichtiges Thema. Der Batman, das weiß ich noch aus meiner Jugend, war eigentlich immer einer, der sich so dahinstellt und eigentlich gegen die Verbrecher war und einfach so mit seinen tollen Fähigkeiten immer dafür gesorgt hat, dass Recht und Ordnung herrscht, obwohl eigentlich auch schon diejenigen, die eigentlich für Recht und Ordnung da zuständig sind, gar nicht mehr in der Lage waren, mit den ganzen Verbrechern, den Gangstern, den Bankstern und so fertig zu werden. Deswegen gab's Batman, der hat dann einfach sich eingeschaltet. Und das entwickelte sich so über die Jahre und das ist toll und ich hoffe, ich finde den Film noch, weil der ist ganz interessant, den sollte man sich auch mal
zu Gemüte führen, wo dann eigentlich gezeigt wird, dass der Charakter von Batman, das ist ja eine fiktive Figur, ein Spielfilmfigur, wie der sich also vom Charakter her langsam ändert. Das heißt, der wird immer mehr selbst ein bisschen, nicht mehr so, ne? Wie man es vorher so moralisch und so, ne? So, ihr selber auch so, naja, Verbrechen lohnt sich und so. Und jetzt hier eben in The Dark Knight Rising outet er sich selbst als Verbrecher, ne? Wie das ja jetzt hier die gesamten Dims auch offiziell inzwischen tun. Die verhehlen es ja gar nicht mehr. Sie verstecken, können sich gar nicht mehr verstecken, weil alles an die Oberfläche gerät. Ja, und da sehen wir in einer Szene aus dem Batman-Film The Dark Knight Rising, das, wo eben besprochen wird, dort will man irgendwelche LKWs oder so, will man irgendwie markieren mit GPS den nachfolgen und hat dann so eine Karte da auf einem Schreibtisch ausgebreitet, wo man auch so Zeichen drauf gemalt hat, so Positionen und so. Und ein einziges Stück dieser Karte kann man lesen. Ja, wenn man diesen Film dem Punkt anhält. Und das haben eben einige findige Leutchen aus den USA getan. Und das habe ich auch bei mir im Artikel als Screenshot festgehalten bei myawakenings.wordpress.com. Stoppt den Terror gegen Bürger. Ganz unten. Da ist im roten Kreis ein Kartenstück eingezeichnet, wenn man das vergrößert, okay, das muss man halt machen, ein bisschen die Lupe zur Hilfe nehmen. Was meint ihr? Was steht da? Hä? Hat das einer hier schon gelesen? Hat das schon einer studiert überhaupt, Mensch? Hä? Oder? Genau, hier schreibt schon einer hier, was heißt denn dieses Sandy Hook? Er steht nämlich auf der Karte eingezeichnet Sandy Hook. Und das, um das zu beantworten, weil die Frage ist, was das denn eigentlich heißt. Das ist ein Name. Das ist ein Ortsteilname. Übersetzt würde es heißen Sandiger Haken. Ja, Sandy heißt sandig und Hook heißt Haken. Ja, wie immer das, warum auch immer das so heißt, weiß ich auch nicht. Aber das ist ein Ortsteil. Eben dort in Connecticut, wo dieses Massaker stattgefunden hat. Heute, das ist ja ein Zufall. Och, wie konnte Batman das denn wissen? Ich meine, die Filmproduzenten vor, ja gut, zum Film zu machen, dauert vielleicht auch so ungefähr ein Jahr, ne? Ist ja keine Billigproduktion, ne? So ein Jahr, also muss das schon ein bisschen länger her sein. Das ist ja auch interessant, ne? Und jetzt noch eine Information, die auch noch nicht mal in den neuen Medien rum ist, den ich gelauscht habe gestern noch schnell als Information auch direkt von einem Ami-Sender, der gesagt hat, der hatte also einen Anrufer, weil die unterhielten sich über fremde Truppen in den USA. Ja, wir haben da schon mal darüber berichtet, auch andere natürlich, dass sich russische Spetsnaz Spezialtruppen in den USA bereits seit geraumer Zeit aufhalten, um dort Übungen zu machen unter dem UN-Deckmantel. Und das wurde eben unter anderem da gestern diskutiert. Und da rief einer an, er hätte hier einen Bericht von einer Gruppe von jungen Leuten, die so quasi im Naturschutzgebiet einen Ausflug gemacht haben und so quasi Hiking, ne, aber so ein bisschen mehr so auf Abenteuer, ja. Und dann eben so ein bisschen querfeld ein durch die Natur gelaufen sind. Mit einmal hätten sie so eine Gruppe von eben schwer bewaffneten, uniformierten Leuten gesehen. Die haben sie beobachtet, ja, also nicht sofort dahin gegangen, wie geht's, ne, sondern erstmal so beobachtet, wie die sich auf Russisch unterhielten. Und dann, das haben sie ein bisschen so mitgekriegt und so. Und dann sind sie auf die Leute zu, so quasi so wie Wanderer, ne, so da vorbeigehen und sagen, hier, als sie diese bewaffneten Truppen, diese Leute dann sahen, haben sie dann angefangen auf Englisch zu reden. Und diese auf Englisch sprechenden Russen hätten dann, also sie gesagt, ja, sie dürften hier nicht weiter, sie müssten hier verschwinden. Und dann haben die gesagt, wieso, wir sind Amerikaner, wir gehen hin, wo wir wollen, also wer schränkt uns denn hier ein in unserer Freiheit? Das geht hier nicht, ihr müsst hier weg.
Und dann haben sie eben auch mit ihren Waffen und was weiß ich, und die sahen wohl offenbar ziemlich gefährlich aus. Das waren auch teilweise mongolische oder mongolisch aussehende, ja, Leutchen. Also es gab verschiedene Truppen in verschiedener Art und Weise, eben aber mit UN, irgendwas mit UN-Beschriftung oder irgendwie unter UN-Kommando oder irgend sowas war da. So, und dann kam die interessante zusätzliche Information, dass nämlich das nur etwa eine Stunde weit weg gewesen sein soll von diesem Massaker. Könnte es da irgendwelche Verbindungen geben? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja, dass der NSA hier zuhört und die anderen auch. Untersucht das mal, ne? Guck mal, vielleicht hat das irgendwas miteinander zu tun. Die informieren sich über mir. Ja, ist ja logisch, würde ich auch machen. Okay, weiter kommen wir auch mal so ein paar Informationen, die man sonst auch nicht so hört, oder? Ja, also fremde Truppen, die schon seit längerer Zeit in den USA unter UNO-Kommando schwer bewaffnet marschieren. Ja, und da kommt natürlich hier auch schon die im Chatraum hier so Hinweise auf andere Fälle mit Massakern, die wir kennen. Das letzte hatte ja auch mit Batman zu tun, nämlich die Premierenvorstellung vom Batman-Film. Da war schon das letzte Massaker. Wie ihr wisst, da noch dieser Typ mit dem roten Schopf, der nachher ganz anders aussah im Gericht als wie die Fotos des wirklichen Jungen. Okay. Und auch dessen Vater, komischerweise, zufälliger Zufall, absoluter Zufall, auch vor dem Kongress aussagen sollte wegen des Libor-Skandals. Ach nee, das ist absolut Zufall, das hat gar nichts miteinander zu tun. Wer das jetzt glaubt, Leutchen, das kann ja gar nicht sein. Es muss Zufall sein, weil es einem so zugefallen ist, ne? Oder? Fällt zu, vielleicht, oder? Ja, aber nein, die regulären Medien würden sowas doch nie berichten. Die kriegen das ja regulär gar nicht zugeteilt, die Information, oder? Okay, was haben wir hier noch? Ein paar Infos von euch. Lieber Detlef, dieser Fakt ist nicht zu übersehen, nämlich, dass die DIMMs leider sehr organisiert sind. Sie wissen genau, was sie wollen, aber die allen anderen sind noch uneins und jeder meint, dass seine Sicht die richtige sei. Nun ist das nicht der Knackpunkt, das können uns die Aufgeweckten zum Verhängnis werden, oder was meinst du? Ich verfolge deine letzte Sendung bei Valentin Cracker Info und ich war erstaunt von Valentin seine Wunschvorstellung. Ach so, ja, jeder hat seine Vorstellung, ne? Nämlich, dass er sich wünscht, dass das neue System aufgebaut wird auf dem alten Prinzip von Monarchie, wieder mal Königreiche und so weiter. Man kann niemanden zwingen, um zu erwachen, aber es zu warten, bis der letzte aufgewacht ist, auch nicht optimal, oder? Ja, ich weiß nicht, ob beim Valentin, wo ich da war auf der Sendung, das habe ich nicht ganz so verstanden. Er hat das als mal eine Option gesehen, ob das nicht besser wäre, zumindest mal das zu versuchen. So habe ich das aufgefasst. Ich habe ihm da eigentlich auch widersprochen. Meine Ansicht ist auch anders. Wir brauchen den ganzen Kram nicht, ne? Aber was willst du machen? das müssen die Leute eigentlich erst so ein bisschen erfassen, ne? Oder? Ja, also wie gesagt, das ist doch der Hammer, ne? Mit diesem Sandy Hook, oder? Ich finde das unglaublich. Hier steht was. Erstens, Beweis. Erstens, die Behörden sind in der Beweispflicht und nicht der Landwirt. Zweitens, wenn eine konkrete Verdächtigung vorliegen würde, so müssten die Behörden trotzdem rechtskonform vorgehen und nicht wie ein Überfallkommando auf sein Grundstück rechtswidrig und ohne Hausdurchsuchungsbefehl gehen, sich nicht ausweisen wollen oder können und wie sie sich verhalten haben, sich unkenntlich machen zu wollen und so weiter und so fort. Was soll das von seinen Nachbarn? Die haben doch alle Schiss und wollen dem nicht helfen. Zu den Nachbarn, ihr sollt euch schämen! Kommt hier was? Ne? Ja, man könnte da eventuell so gewisse Sachen da so sehen, ne? Hier kommt noch was. Hallo, Detlef. Nicht nur Batman ist okkult. Ein gutes Beispiel ist Alice im Wunderland, die neue Version. Ich habe ihn noch nie ganz gesehen, oder was ich gesehen habe, ist eindeutig hochokkult und manipulatorisch. Auch die Videoserie Die okkulte Musikindustrie ist super anzuschauen, um zu sehen, wie diese Typen die Menschen manipulieren. Liebe Grüße aus fast München. Ah, du bist da in München. Das ist ja die Hauptstadt überhaupt, ne? Hatte da damals der Aha auch schon so gesehen, oder? Günther alias
Wellblech-Indianer. Jetzt habe ich deinen Namen erwischt hier. Jetzt bist du weltweit bekannt als Wellblech-Indianer. Ist übrigens ein netter Name, ne? Finde ich gut. Cool. Indianer sind wir irgendwie alle, ne? Alle verfolgt. Alle sollen mal eingesperrt werden in die Fehmarn Games. Hier heißt es ein bisschen anders, ne? Hier kommen wir zum Schlachter, also zum Metzger mit dem Wagen. Kommen sie gleich zur Tür, hauen dich rein und bringen dich in Sicherheit. Ne? Sind wir alle in Sicherheit? Da sind wir, kommen wir alle in den Himmel. Die Tiere kommen jetzt demnächst auch in den Himmel. Da ist doch viel schöner. Was wollen die auf der Erde? Das ist doch alles, was soll die Gras fressen? Und so, das ist doch alles Quatsch. Himmel ist das Beste. Georgia Guidestones zeigen es uns. Maximal so und so viel. Von Tieren haben sie gar nicht mehr gesprochen. Soll es die dann auch noch geben? Keine Ahnung. Die nicht biologischen Wesen, die anorganischen, die brauchen das eh nicht. Die leben von unserer Angst. Ne? Da können sie sich dran erfreuen. Oder? Also, mein lieber Freund. Was haben wir noch hier? Welli, soll mal in die Sendung? Soll er mal was vorbereiten? So was Tolles, wie die Ole gemacht hat. Ne? Oder? Aber du musst jetzt nicht extra die Reptilien aufsuchen, um zu sehen, ob die sich shiften können. Das kann auch ein anderes Thema sein. Das ist kein Thema. Ne? Noch ein Stück Tee hier, du. Ja, also das war das, was ich heute leisten und liefern konnte. Jetzt fängt überhaupt erst die Arbeit an, ne? Oder? Ist halt so. Und ja, müssen wir durch. Ich finde es ganz klasse, wie ihr mich hier unterstützt und immer bei mir hier mal reinhört, beim Detlef von Wakeness Radio, Wakeness TV, oder? Und dass wir hier alle gemeinsam dran helfen, dass hier doch mal so ein bisschen die Tyrannei eingeschränkt wird, oder? Und dafür bin ich dankbar und werde versuchen, das zeitnah alles hier nochmal irgendwie hochzuspielen. Ich werde jetzt dann gleich eine Wiederholung der Sendung einspielen, dann könnt ihr alles nochmal mitkriegen. Die Dramatik des heutigen Tages, eingefangen in nassen Klamotten, ohne Tee habe ich mir dann nochmal zwischendurch gemacht, ne? Ohne all das, was normalerweise so üblich ist. Ne? Haben wir alle nicht gehabt. Ne? Und aus dem Grund, so ist es. Danke ich euch und spiele euch jetzt zum Schluss von Crack Rocks das angekündigte Deutschland. Ja, das könnte ich ja nicht immer spielen. Ne? Weil Deutschland ist jetzt im Moment hier Tyrannei-Region. Nummer 1 scheint mir hier direkt vor der Schweizer Grenze, klasse, kann ich sogar live dabei sein beim Terror. Stopp den Terror gegen Bürger. Sendet von Wegen Radio, Wegen TV, wir sehen uns spätestens am Donnerstag. Seid ihr bitte alle da, denn da gibt's wichtige Instruktionen für das, was danach kommt. Oder vielleicht bin ich bis dahin auch schon fertig mit dem wichtigsten Teilen des Films. Okay, also bis dann. Ich spiele jetzt die Wiederholung ein der Sendung. Ein bisschen Geduld. Zwischendurch gibt's nochmal ein Lied vom Bandbook Theories. Also bis gleich. Ciao. Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Yeah, Deutschland. Was ist los mit dir, Deutschland? Alles geht zugrunde, Mann, Alter. Yeah. Aha. Wie kann es so weit kommen, Deutschland? Es muss sich was ändern. Yeah. Ja. Wir sind Sklaven des Staates, Sklaven der Bürokraten. Was für uns bleibt, ist Arbeiten, Sparten. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn ich Miete zu zahlen hab, weil ich jetzt schon für ein paar Sneakers zu sparen hab. Ich muss Geld machen, ohne abhängig von anderen zu sein. Fucker, ich will es selbst schaffen. Wir brauchen eine Revolution. Ich will Bestätigung dafür, dass sich mein Credo lohnt. Denn Fakt ist, die Zukunft liegt in den Jugendlichen. Doch man sieht nur, wie sie selbst ihre Zukunft finden. Ich halte nichts von Hartz IV. Der Staat lässt mich über Scherben laufen, als wäre ich ein Fakir. Ich hab kein Unternehmen, was soll ich unternehmen? Ich bin euch untergeben und werd untergehen. Dies hier ist der Untergang. Nicht nur für mich, für alle Menschen und unser Land. Deutschland, du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel.
Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam ins Dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam. Stolz schon auf dieses Land, nein. Wieso stehen denn hier 5 Millionen Leute vor dem Arbeitslosenamt? Ey, den meisten geht's nicht schlecht, aber vielen könnte es besser sein. Eure Gesetze und die ganze Scheiße fesselt ein. Ich kenn Gras-Ticker, die müssen einwandern. Doch ein Kinderficker ist ein freier Mann. Überleg dir das mal, das ist einfach nur krank. Geh lauf in eine Sackgasse, dann weißt du, wo's lang geht. Ich bleib bei Verstand, denn will nicht so kentern wie ein arbeitsloser Säufer in den Billiglohnländern. Und glaub mir, war man 20 Jahre ab, es wird noch schlimmer sein, wenn man nicht langsam mal was macht. Diese Kids mit Kiffen und Pillen, Pappen aufwachsen. Ja. Jungs haben mir die Bons rauchen nach dem Aufwachen. Aber auch das kommt nicht von ungefähr. Ich glaub, das wäre anders, wenn ihr alles gelungen wäre. Deutschland, du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam. Ich höre Lügen von euch und das ist der Anschlag. What? Für euch fetten Schlipsträger im Landtag. Wieso macht ihr euch die Taschen voll, ha? Während Kinder mit 15 eine Waffe wollen? No. Ich will keine Kinder haben, guck. Das Leben ist nicht leicht in diesen Tagen. Und mein Land guckt zu, wie es draufgeht. Jeder hat Angst, es wird Zeit, dass wir aufstehen. Rausgehen und mit Steinen schmeißen. Fick die Polizei, schreien und Arbeit schmeißen. Ich kenn Leute, die müssen dealen, um zu leben, yeah. Deutschland wird Ghetto und du spielst mit dem Leben. Ich bin nie allein, der Vorteil der Straße, ich bin nie allein. Doch ich bin froh, wenn ich abends wieder einschlaf, die Augen zumach und vergesse, dass es mein Deutschland, du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam. Scheiße Geschichte und ihr Punks könnt mich gerne kritisieren. Doch wenn ihr ehrlich seid, wäret ihr schon gerne so wie wir. Nimm die Sterne ins Visier, Homie. Denn wenn du denkst, du hast alles zu gewinnen, gibt es doch mehr zu verlieren. Shit, wir lesen täglich über Armut und Kriege. Und zu sagen, es wär scheiße, wär noch hart untertrieben. Wo ist in diesen Tagen die Liebe? Wir hoffen auf morgen, aber uns bleibt die Hoffnung verborgen. Ich geb nicht auf, denn ich scheiß auf die Medien. Ja. Weil die Pisser meinen, dass sie jeden Menschen einzeln überlegen sind. Mich interessiert nicht, was Politiker reden. Sie haben nie was für getan, es neue Ziele zu geben. Ich scheiß auf SPD und CDU. Egal wo ich jetzt noch stehe, es geht mir gut. Und ich brauche keine Leute, die erklären, was zu sagen ist, wenn 5 Millionen Menschen auf der Straße ohne Arbeit sind. Deutschland, du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel.